Ich habe... Ach, einer ist nicht eingesteckt, ne, von uns. Stimmt. Ich zähle zwei Mikros. Hast du das da reingesteckt? Ich habe nichts da reingesteckt. Ich bin hier angekommen und dann... Ja, danke, dass du... Ich höre gar nichts mehr von Max. Ja. Jetzt höre ich Max. Ja. Sag mal was. Ja, aber jetzt höre ich mich irgendwie nicht mehr. Na, egal. Warum warst du... das war doch gerade gut in der 4. Warum nicht in der 4? Bringt Unglück. Bin ich nicht gewöhnt. Übrigens... Bringt, nee, gar nicht, stimmt. Ja, gar warte nicht. Mal. Kannst du mal was sagen? Ja. 1, 2, hello. So ist gut, ne? Yes. Ja. Ja. Genau, die Nummer 4 ist tatsächlich eine Unglückszahl. Echt? In Japan. Ah, okay, natürlich. Wo auch sonst? Ist aber tatsächlich lustig, weil in manchen großen Häusern, also in Hochhäusern, gibt es keine vierte Etage. Wird die im Sinne von, wird keine vierte gebaut oder sie wird nicht als vierte benannt? Die wird nicht als vierte benannt. Sondern als fünfte dann, oder? Genau. Ah, krass. Ja, es gibt ja dieses Ding mit den Sitzreihen 13 in Flugzeugen, ne? Gibt es doch, glaube ich, auch in manchen Airlines nicht. Das kann sein, da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, das klingt logisch, ja. Tetraphobie nennt man das übrigens, Angst vor der 4. Ja, und dieses Angst vor der 13, da hat sich doch das Dong Open Air irgendwann auch mal als Motto genommen. Und das ist aber so ein langes Wort, was halt die Phobie vor der Zahl 13 irgendwie bezeichnet. Hätte ich jetzt WLAN, könnte ich nachgucken. Ja, wie gesagt, der Router ist hier vorne, du kannst ja gerne. Aber du hast doch auch 15.000 Gigabyte in deinem Vertrag drin, oder nicht? Nee, nur 10. Ah, okay. Ich habe 30, ist kein Problem. Ich 10 ist natürlich auch wenig. Ja, damit höre ich immer WDR Radio morgens. Während du im Auto sitzt, theoretisch ja. Über das Auto Radio hören können. Auch. Ja, aber es ist halt cooler, so Radio zu hören. Ja, natürlich. Mit dem Handy in der Hand fahren ist ja auch viel cooler. halt ihn mir ins Ohr, die ganze Fahrt über. Boah, wisst ihr, was richtig, richtig, also ich hatte gestern zwei aufeinanderfolgende extrem peinliche Momente, ne? Und das waren so richtige deutsche Momente. So, ich glaube, die gibt es halt in keinem anderen Land, weil die so typisch deutsch sind. Wir waren gestern mit meiner Oma essen. Und waren in einem Restaurant und haben da halt lecker gegessen. Und meine Oma hat halt eingangs gesagt, sie bezahlt. Und dann wir, ja, mach mal, ne, hier, cool. Und dann ging es halt ums Bezahlen und dann kam halt der Kellner und brachte so die Rechnung. Ich glaube, es waren halt irgendwie 59 Euro oder sowas, ja, ne? Und meine Oma holt halt ihr Portemonnaie raus, zählt nochmal so durch und legt halt 60 hin. Bitteschön. Ja. Ne? Ich sagte, 1 Euro Trinkgeld, das ist echt schwach. Ja. So, ne? Und dann sind wir halt irgendwie, haben wir meine Oma halt weggebracht und dann rief halt meine Freundin irgendwie auf ein Handy an und meinte, du, der Oma ist gerade aufgefallen, dass sie nur 1 Euro Trinkgeld gegeben hat, ne? Können wir nochmal ins Restaurant fahren? Sie will nochmal Geld abgeben. Ich so, ja, können wir machen, ne? Und dann kam sie halt runter und meinte, ja, sie wollte jetzt 10 Euro Trinkgeld geben, aber jetzt hat sie nur einen 20er. Hast du noch einen 10er? Oh klein? Mann, ey. Dann haben wir so kurz überlegt, naja, sie wird's ja niemals erfahren, ne? Aber das ging nicht, das konnten wir dann nicht übers Herz bringen. Und dann sind wir nochmal kurz zum Restaurant gefahren und haben denen nochmal 10 Euro gegeben. Und wie haben die im Restaurant reagiert? Ich war nicht dabei, mir war das zu peinlich. Ja. Ich habe im Auto davor gesessen. Tod. Steine. Scherben. Ja, herzlich willkommen. Todsteine Scherben-Time mit der Ausgabe Nummer 22. Wir nehmen heute auf in Düsseldorf mal wieder, endlich mal wieder. Ich bin's, euer Max, und mit mir am Tisch zusammen sitzt unter anderem der einzig wahre Freddy. Hi. Und der noch einzigartigere Eda. Grüß dich. Hi. Wie ist es euch, ihr Lieben? Du hast uns schön begrüßt, schön betont lässig, und so ist auch dein neues Domizil. Betont lässig, aber voll am Schwitzen so, ne? voll verkrampft. Geht's euch gut, ihr Lieben? Bis auf die Fahrt hierher natürlich alles top gewesen, ne? Also wir sind über den Rhein und dann... Ich will gar nicht wissen, was ihr wieder für eine Tour gefahren wir seid. Wir sind ziemlich straight hier hingefahren, aber das Problem ist, dass also jeder Mensch, der die Düsseldorfer Innenstadt kennt, weiß um die Parkproblematik, sagen wir es mal so.
Wir könnten uns natürlich darüber aufregen, aber ich glaube, dann wären wir der 22.000. Podcast, der das macht, oder wahrscheinlich die 22.000. Radiosendung. Ja, und wenn ihr mit der Bahn gekommen wärt, dann würden wir jetzt über die Bahn meckern. Ja. Aber ich fand es erwähnenswert, dass du auf dein Auto angesprochen wurdest. Ja, von obdachlosen Alkoholiker. Es ist ein Passat. Yo, kennst du den 5-Zylinder-Kombi? Ich so, nee, danke. Ist gut, ciao. Danke fürs Gespräch, ja. Nee, du hast gesagt, noch nie gesehen. Also ich bin es ja vom Job aus gewohnt, mit solchen Menschen zu sprechen. Nein, ich kann es ja ein bisschen mit Menschen connecten. Aber connecten. Dann wird direkt umgeswitcht zum in den Profi-Ela-Modus. Ja. Ich bin direkt gefragt, und hast heute Nacht noch was Warmes zu essen? Ja. Wo schläfst du denn heute? Aber ich fand, du hast das gut gelöst, vor allem so gelöst. Also wenn ich solche Situationen lösen möchte, kann ich das nie so gut lösen, habe ich immer Angst in meinem Auto. Also dass mir was irgendwie auf die Frontraube kratzt oder so. Du, wir waren mal in Portugal, und da hatten wir einen Auftritt, und mit uns dabei waren Nocturnal Witch, die Black Metal Band aus Ostdeutschland. Ich weiß nicht, aus welcher Stadt die jetzt mittlerweile kommen, ist mir auch. Ja, Thüringen oder so. Grüße gehen aus an Tobi und Martin Benz. Und auf jeden Fall sind wir einen Tag vorher angereist und hatten so ein bisschen Zeit, in Porto Sightseeing zu machen. Wunderschöne Stadt. Mega Stadt. Ja, sehr schön. Schöne Brücken. Haben wir nicht gesehen. Wir sind da mit so einem Typen rumgelaufen und sind dann halt irgendwie, der hat uns ein bisschen die Stadt gezeigt, und wir haben da was gegessen und so, und wir wollten uns halt irgendwo absetzen und was trinken. Ja. So, und dann sind wir in den Supermarkt rein und haben halt irgendwie palettenweise Bier gekauft und sind dann in so einem Park, ja. Und im Park hingen halt nur Junkies rum, ne? Und das waren so Junkie-Park-Einweiser. So, weißt du? Also du hast so richtig gemerkt, die haben auch um uns sind die auch so, und die Palettenbier sind die so rumgeschlichen. Weißt du? Und kamen halt, haben sich so langsam angenähert in den Orbit und kamen immer so ein bisschen näher und dann irgendwann doch mal versucht, Kontakt zu suchen. Natürlich könnte außer unser wir hatten so ein Guide da, den uns der Veranstalter zur Verfügung gestellt hat für den Tag. Und der ist dann doch irgendwann drauf eingegangen, dass die da um uns herumschleichen, und wir haben den, glaube ich, auch 1-2 Dosen Bier gegeben oder sowas, und sonst hat er halt wirklich um den Darfst Park... Darfst du nicht machen, das ist wie bei den Tauben, wenn ihr die einmal anfütterst, ne? Gottes Willen. Und dann haben wir auch deren Haupteinnahmequelle gefunden. Die sind um den Park herumgelaufen und haben Leute in die Parkplätze eingewiesen und haben dann halt dafür Geld verlangt. Also es war jetzt kein Problem, also du hättest auch so einparken können. Ja. Aber wahrscheinlich, wenn du dir kein Geld gegeben hättest, zack, für die Tasche raus gewesen, genau. Aus der Karre. Ging ganz schnell. So sind sie, die Portugiesen. ich habe seit ein paar Tagen habe ich so einen Song, den ich jetzt irgendwie schon 500 Mal hintereinander mir angehört habe, beziehungsweise mir auch das Video 500 Mal hintereinander angehört habe. Eine Band, das muss ich direkt mal von vorneweg irgendwie rausposaunen. Das ist eine Band, die heißen Aetna, also mit Ä geschrieben. Und das ist ein Duo aus Dresden. Zumindest haben die beiden, also ein Typ und ein Mädel, die haben sich in Dresden an der Musikhochschule kennengelernt. Und sie hat Jazzgesang studiert, hat dann aber irgendwann gemerkt, so dass sie ihre eigene Stimme gar nicht so geil findet, und hat sich dann halt so einen Vocoder irgendwie schenken lassen. Und dieser Song von dem Album, was jetzt auch kürzlich rauskam von Aetna, der Song heißt Come to Me, und das Album heißt Songs of Desire, glaube ich, oder Made by Desire. Der Song Come to Me, ne? Also alle da draußen, hört euch mal Come to Me von Aetna an, und viel, viel wichtiger, schaut euch mal das Musikvideo dazu an. Ober, mega, affengeil. Aetna, die machen, also zumindest der Song ist so ein bisschen, ja, Synthwave-mäßig. Also ich glaube, dir könnte das auch gefallen, Ela. Mhm. Und es klingt halt zu 0,0% nach zwei Leuten aus Dresden. Und diesen Song werde ich irgendwie seit Wochen nicht mehr los. Also absoluter Anspieltipp für euch da draußen. Schaut euch das Video von Aetna Come to Me an. Und hört euch den Song an, und lasst uns mal wissen, oder mich mal wissen, wie euch der Song gefallen hat. Das muss ich mal direkt vorneweg loswerden. Bevor du es vergisst. Bevor ich es vergesse. Hm. Ja. Ich habe gesehen, du willst eine Veranstaltung von Aetna auch besuchen, ne? Ja, aber die Tour ist tatsächlich komplett ausverkauft. Zumindest die Konzerte oder das Konzert in Köln ist ausverkauft. Aber hey, wenn das hier jemand hört, der noch zwei Karten hat, meldet euch bei mir. Eine für dich und eine für eBay, ne? Genau. Ja.
Ich habe übrigens, weil du ja großer Rap Majesty Fan bist und da ja auch schon mit Sören drüber geschwärmt hast, dass das Konzert sehr gut gewesen ist, habe ich nochmal versucht, mir Rap Majesty zu geben und dachte, ich muss es ja eigentlich gut finden. Aber irgendwie finde ich es nicht gut. Ich weiß es nicht. Erst mehr, ich finde, Rap Majesty ist mir für diese Musikrichtung ein bisschen zu sauber produziert. Mhm. Also, weißt du, okay, ist mir schon so ein bisschen zu poppig, die sauber. Dir fehlt der Punk. Ja, wahrscheinlich schon, wirklich. Ne? Also ja, das hat mir auch gefehlt. So ein bisschen dieses düstere, punkige, so dieses, ja, nochmal ein extra Klatschschall drauf und ein bisschen Distortion. Genau, es ist jetzt kein Feels of the Nephilim-mäßiges, sondern es ist halt schon ein bisschen was glatter. Ich verstehe, was ihr meint. Dafür gab es ja auch schon Feels of the Nephilim. Ja, klar, aber es gibt ja genug Referenzen, wo man sagt, okay, es klingt halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen roher, ein bisschen dreckiger und Rap Majesty sind da vielleicht ein bisschen glatt gebügelter. Nach wie vor, die Platten kann ich mir nonstop anhören. Und die spielen ja auch Ende Mai in Essen in der Zeche Karl. Gibt's noch Karten? Ja, pass auf. Eigentlich ja mega, mega, mega geil. Zeche Karl, Rap Majesty, geile Location, an einem Freitag, alles perfekt. Und dann fällt mir auf, das ist das Rockhard-Wochenende. Und das ist halt richtig ärgerlich, ehrlich gesagt. Also die Qual der Wahl, ne? Dass halt eine Stadt weiter ein Dreitagesfestival am Freitag startet und in Essen dann eben das Rap Majesty Konzert. Vorhin kostet eine Karte, glaube ich, 15 Euro oder so. Boah, ja. Ätzend. Und ja, Rockhard ist ja zumindest für uns beide, Freddy, eigentlich wieder Pflicht. Und ich finde, das Billing mittlerweile, also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Blue Oyster Cult wurden ja bestätigt fürs Rockhard Festival. Und hab ich abgefreut. Ne? Krass, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, mega krass, mega krass. Und das ist ja das Ding, dass Blue Oyster Cult vor ein oder zwei Jahren auf Tour waren und dann in Köln gespielt haben mit Queensryche als Vorband. Und ich dachte, perfekt, Weihnachten und Ostern zusammen, zwei Bands, die ich liebe, spielen zusammen. Und du konntest nicht. Ich hatte eine Karte und dann hatte ich ja so eine krasse Bronchitis. Und ja, ich war da. Ja. Ich kann mich halt erinnern. Es ging nicht. Es ging einfach nicht. Ne? Also ich habe auch an dem Tag noch gedacht, es geht. Und ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Mir ging es total dreckig und konnte dann nicht dahin gehen. Und alle haben gesagt, ey, das war richtig gut, bla bla bla. Und ich habe auch allen gesagt, halt. So gut war es nicht. Ich habe auch geschwitzt wie ein Schwein, nur weil ich in der Konzerthalle stand. Ne? Ja, es war an dem Tag, glaube ich, auch 30 Grad oder so. 30 Grad und die Halle wurde nicht gelüftet, gar nichts. Also wenn du vor der Halle standest, kam so ein warmer Föhn raus. Ja, ich finde es ja nett, dass du mir das so ein bisschen entgegenkommst und das schlecht redest, dass es nicht so gut war. Aber du hast nichts verpasst. Ich wäre schon unfassbar gerne dort gewesen, ehrlich gesagt. Ja, wo wir gerade hier vom Rockhard Festival sprechen, ja, also das Billing wird eigentlich immer netter, muss ich sagen, oder? Also habt ihr das ein bisschen verfolgt? Gar nicht. Ich kenne das Billing jetzt gerade gar nicht so auswendig. Ich weiß, dass ich mal was gelesen habe und dachte so, ja, nett, nett. Da ich sowieso nicht da sein werde, kann ich das tue es mir gar nicht erst an, aber jetzt, wo ich Blue Oyster Cult schon gehört habe auf dem Billing. Übrigens eine witzige Referenz zu unserer Vorgängerfolge, oder? Mit Blue Oyster Cult. Ja, er wurde gerüffelt, ne? Ja. Aber tatsächlich dachte ich die ganze Zeit, ich dachte, also irgendeiner von unseren lieben Mithörern, leider habe ich den Namen jetzt gerade nicht, tut mir leid, war sehr enttäuscht, dass wir keinen Blue Oyster Cult genannt haben in unserer Best of 70s, in unserer Top 3 70s Liste. Und eigentlich war ich auch fest überzeugt, als wir darüber gesprochen haben, dass du auf jeden Fall was mit dabei hast. Richtig scheiße. Von Böck. Habe ich komplett einfach vergessen. Und das ist ja immer so, man macht diese Top 3 und denkt, man hat ja auch immer genug Zeit, eigentlich ist sich da was, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen irgendwie nicht und das ist eigentlich unverzeihlich. Ich will nochmal ganz kurz einen Schwenk machen, also Rockhard Festival 2020 am Pfingstwochenende stand jetzt Accept, Blue Oyster Cult, Sacred Reich, Grave Digger. Und ich sag mal so, ich habe Grave Digger schon mal auf dem Rockhard gesehen, ist schon irgendwie ganz geil, weil der Sänger dann ja auch meinte, ey, hier im Kanal waren wir früher schwimmen, ne? Und unser Proberaum war da hinten und so, das ist schon ganz witzig. Der dann, Chris. Da spielt hier genau Chris Boltendahl, ne? Boltendahl. Phil Campbell and the Bastard Sons. Die haben vor kurzem in Oberhausen im Kulttempel gespielt. Und? Hast du davon was gehört? Ja, aber die Person, die da gewesen ist, mit der ich darüber gesprochen habe, war nicht so interessiert. Okay. Ja, die machen, glaube ich, so ein Motorhead-Tribute-Ding, ne? Also Phil Campbell, ja, der Motorhead-Gitarrist. Genau.
Von dem du auch mal einen Pleck gefangen hast, glaube ich. Tatsächlich, ist ja. Sogar noch eingerahmt, hängt an der Wohnung. Insomnium Alcest oder Alcest, The Night Flight Orchestra, Atlantic Codex, eine Band, die ich ja total liebe, Michael Monroe, Heathen, die habe ich auch schon mal auf dem Rockart gesehen, haben da richtig abgeliefert. Ist gar nicht mein Taste. Bei mir auch nicht, aber manche Bands funktionieren live. Dann eure Lieblingsband Axis. Und ja, dann, aber dann finde ich die Mischung eigentlich wieder ganz interessant. Razor, Niflheim, Suicidal Angels, die mich jetzt überhaupt nicht interessieren. Sorcerer, Harlot, die mir nichts sagen, Harlot. Und Neck Cemetery. Das ist eine Band, da ist auch, glaube ich, ein Redakteur vom Rockhard mit dabei. Und der Jörg, der zweite Gitarrist von Sodom. Ja. Der ist, glaube ich, auch mit dabei. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall ein buntes Billing, ne? Also, Kann man ja nicht meckern eigentlich. Auf gar keinen Fall. Ne? Das ist vollkommen okay. Blue Oyster Cult wären wahrscheinlich so der Sonntagsheadliner, könnte ich mir vorstellen. Und ja. Mit so einer geilen 2-Stunden-Show oder anderthalb, ein Dreiviertel-Stunden-Show hätte ich. Ja, die Köln-Show, die war auch ziemlich lang, wenn ich mich erinnern kann. Und die war auch ziemlich sperrig, fand ich. Also die haben auch sehr sperriges, proggiges Songmaterial. Absolut. Da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Ja, ich meine, klar, du hast halt irgendwie so drei Ohrmits, ne? Und darüber hinaus muss man sich tatsächlich ein bisschen Zeit nehmen, aber bei mir hat es ja tatsächlich sehr schnell dann gefunkt und ich habe auch, glaube ich, fast alle Platten im Schrank stehen, weil die einfach für mich ein super... Ist auch eine Band zum Reinhören. Ne? Absolut, ja. Razor haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass ich die Show ja auf diesem deutschen True Fest, Fresh Fest sehr gut fand, weil das... weil die Setlist einfach extrem gut war. Das war sehr gut. Ja, ich werde es mir auf dem Rockhard dann nochmal in Ruhe mal anschauen. Hat einer von euch jemals Niflheim live gesehen? Ich habe die noch nie gesehen. Nullmal. Und das ist eigentlich auch eine Band, die ich eigentlich schätze. Also ich bin jetzt nicht so, es gibt ja so Leute, die feiern halt alles von Niflheim und ich bin halt so, ja, ich finde die echt gut. Und manchmal, es gibt so Momente, wo ich mega Bock auf Niflheim habe und dann lege ich die auch schon mal ein. Aber so, das ist keine Band, die so hundertprozentig präsent immer bei mir ist. Es finde ich schwer zu erklären. Mhm. Die haben ein paar echt gute Sachen. Die haben auch ein neues Album, neue EP bald draußen. Mhm. Und das Envoy of Lucifer, glaube ich, das Album, ist auch schon was her, ne? Aber so eins der neueren, das finde ich wirklich mega. Da haben auch Necrophobic-Gitarristen mitgespielt und wirklich sehr melodiös, aber auch sehr, sehr düster und geil gespielt und irgendwie nicht zu frickelig, so wie andere Bands aus der Sparte, aber auch irgendwie geht gut rein und live fand ich es auch immer mega. Auf Festung Open Air 2007 habe ich die mal gesehen, habe ich eine Rockkarte für ausfallen lassen. Einfach schon übelst lange her, ne? Ja, ja und 2007. Und da war es ja noch, da war es ja noch nicht mal eine junge Band, sondern auch schon. Ja, ne? Auch schon alt. Auch schon alt. Auch schon Halbglatze. Und auf einem der Partisans. Ich habe die immer nur gesehen im Vorprogramm von Maiden sozusagen, im Publikum von Maiden. Genau. Ich glaube, ich habe die häufiger irgendwie bei Maiden-Shows getroffen, als dass ich die auf der Bühne gesehen habe. Eigentlich noch nie auf der Bühne, ja, aber immer vor Maiden-Shows. Ist bei mir genauso. Ich habe mal von einem, also Niflheim ist ja eine Band, die im Herzstück aus zwei Brüdern besteht, eine schwedische Band. Und einer der beiden hat ja noch ein anderes Bandprojekt und mit diesem Projekt, und ich vergesse jedes Mal diesen Namen, ihr da draußen, ihr werdet wissen, welches ich meine, und mit diesem Projekt habe ich den einen Bruder vor Jahren mal in Berlin auf dem Morbid Catacombs Festival, ein sehr cooles Festival übrigens, gesehen, und es hat mir sehr, sehr gut gefallen, sind ja auch wirklich unfassbar sympathische, nette Typen, also ob du willst oder nicht, du kommst ins Gespräch und es ist total angenehm. Das war noch an einem Tag, als das letzte Maiden-Album rauskam, das wird dann natürlich auch nochmal krass zelebriert, weil beide ja so absolute, übelste Iron Maiden-Maniacs sind, die dann halt auch, glaube ich, immer so ziemlich die halbe, komplette, bis komplette Maiden-Tour jedes Jahr mitfahren. Und es gibt ja auch dieses Video auf YouTube für alle, die es jetzt noch nicht kennen, wo die dann ein Meet and Greet gewonnen haben. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, mit dem damaligen Iron Maiden-Sänger Blaze Bailey, der denen dann, glaube ich, eine Cappy oder so schenkt und die nehmen das in Empfang, als wäre es der Heilige Gral. Du meinst bestimmt Pagan Rites, die Band. Nein, ich komme einfach nicht drauf.
Irgendwas mit Hell oder so. Ich komme einfach nicht. Die haben, glaube ich, schon ewig nichts mehr rausgebracht, aber haben da halt live gespielt. Und das Geile war, dass am zweiten Tag irgendeine Band abgesagt. Necrocurse. Ja, Necrocurse. Nicht irgendwas mit Hell. Necrocurse, genau. Und irgendwas mit Necro. Ja, irgendwas mit Necro und Curse. Und am zweiten Tag hat dann irgendeine Band abgesagt und Necrocurse haben dann gesagt, ja, kein Problem, dann spielen wir halt nochmal. Also sowas finde ich halt immer ganz cool, wenn die Leute dann Bock haben, ey, wir sind eh den zweiten Tag noch da, dann zocken wir halt auch einfach nochmal. Das ist natürlich cool. Ja. Wisst ihr, worüber wir gar nicht gesprochen haben? Ich glaube, das wäre auch so kein Thema für eine Top 3, aber ich finde es einfach, vielleicht nochmal das anzuschneiden. Wir haben ja jetzt gerade mal Februar, Mitte Februar, aber wir können ja mal darüber sprechen, weil ich fand 2019 war release-technisch echt ein relativ uninteressantes Jahr, oder? Oder habt ihr Alben, die da rausgestochen sind für euch oder Releases, die da rausgestochen sind für euch? Also wenn, dann habe ich die, glaube ich, in der Jahresabschlussfolge schon so ein bisschen benannt oder wurden mir dann in Erinnerung gerufen von unseren Gastbeiträgen, also Helvetet Sport, Dolch, Atlantin Codex hat mir gut gefallen. Die EP von Running Wild hat mir gut gefallen. Mhm. Aber tatsächlich bin ich ja schon lange nicht mehr so auf dem Trip und das haben wir, glaube ich, alle drei nicht mehr oder wenn wir es jemals hatten, dass man wirklich so nach so einem Jahr sagt, boah, ich habe mir in diesem Jahr 30 Platten geholt. Und Meistens sind die ja nicht aus dem Jahr selber. Ne? Genau. Das ist halt irgendwie immer so das Ding, ne? Meistens höre ich auch immer Sachen mit 2 Jahren Verzögerung und finde die dann mega geil, so nachdem die Hypes abgeflacht sind. Und dann entdecke ich die Sachen so für mich. Aber ich glaube, ihr habt schon alle meine Tops gehört aus dem letzten Jahr. Echt? Ich kann mich nicht erinnern. Sag mal eins. King Gizzard. Ach ja, stimmt, ja. Richtig, so, davon hast du ja sehr viel erzählt. Sehr, sehr viel. Also ihr könnt wieder ein Fältchen auf eurem Bingo abkreuzen. Ich glaube, King Gizzard haben seit dieser Folge irgendwie 10% mehr Umsatz gemacht. Ich dachte, du sagst jetzt 10 Alben rausgebracht. Das natürlich auch. Die haben auch letztens auf Bandcamp ein Live-Album live aus Belgien rausgebracht. Und für lau. Und konntest dann natürlich einen Betrag spenden und die spenden gerade sehr viel für die Bekämpfung oder die Reparaturen zu den australischen Buschfeuern. Mhm. Da fand ja ein Festival jetzt vor kurzem statt, ich glaube dieses Wochenende, ne? In Australien, wo Alice Cooper aufgetreten ist unter anderem. Und da haben die gespendet und das, ich fand, was ich sehr interessant fand, war eine Ansage, die ich heute Morgen im Radio diesbezüglich gehört habe, ne, wo die gesagt haben, ja, wir machen, also we the people, wir machen das, was unser Präsident oder unsere Führung halt nicht für uns tut. Tja. Das finde ich schon ziemlich hart irgendwie, ne. Sagt alles, ne? Und da wurden halt auch die, ne, also die Firefighters waren halt auch alle da, die da unter apokalyptischen Verhältnissen ja gearbeitet haben und so und mich interessiert, und dann war mein erster Link, den ich so im Kopf dazu hatte, war, wie ist das denn, also wie ist das denn, nimmt Alice Cooper da Geld ein und sagt halt hier den Rest, den könnt ihr behalten, oder sagt er halt, ach Mensch, ich nehme heute mal keine Gage. Also ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Das würde mich mal interessieren, wie das ist, wenn man hinter die Kulissen schaut. Ja, wahrscheinlich muss man irgendwelche Fixkosten decken, ne? Und dann das mindestens, ne? Ja. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Apropos Alice Cooper. Arbeitskollege hat mir letztens geschrieben, so, Freddy, du hast ja Rock. Und er so, ja, ich höre Rock. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe da ein Konzert für dich, ich will da auch hingehen. Und ich suche Leute, die mit mir da hingehen. Das ist in der Köpi Arena. Hast du schon mal was von der Band Hollywood Vampires gehört? Boah. Und ich dachte so, okay, noch nie gehört. Ich guck mal nach. Und dann gucke ich so, wer spielt denn da? Alice Cooper? Mhm. Ja. Johnny Depp? Ja. Captain Johnny Depp für dich immer noch, ja? Captain Johnny Depp. Und einer von den Rolling Stones oder so. Was? Nee, oder einer von Aerosmith? Keine Ahnung. Also ich krieg auch das Gleiche. Also ich krieg auch nur Alice Cooper zusammen und Johnny Depp, aber es sind doch 4, glaube ich, ne? Ja, es sind mehrere. Also es ist im Grunde eine Supergroup. Ist eigentlich eine Supergroup mit Johnny Depp, den man natürlich als Musiker kennt. Aber hast du mal reingehört? Ich habe reingehört. Es war relativ belanglos. Also, ja, volle Kanne. Ja, warte. So, dann sage ich zum Arbeitskollegen, ja, kann gerne mitkommen, so, ist halt eine Rockband, Alice Cooper spielt da, wieso nicht, ne? Und dann meinte er so, ja, ich hole mir auch ein Golden Circle Ticket, und ich so, okay, wie kostet ein Stehplatz-Ticket?
85 Euro. Ja, klar, kann man mal mitkommen, ne? 85, da ist keine Vorband angekündigt, gar nichts. Eine Band, die seit 3 Jahren gefühlt erst gibt. Ja, ja. Ich habe dann mal auf YouTube geguckt, irgendwie, ob die schon was veröffentlicht haben. Haben die aber fast alle Live-Auftritte haben sie einen Coversong gespielt oder die haben ein Set mit 5 Coversongs drin, weil die nicht genug Material haben. Gibt's, glaube ich, auch schon länger, diese Gruppierung, aber ja. Ich habe da auch bis vor einem Jahr auch nie was von gehört, bis dann irgendwo überall diese Plakate hingen. Ja. Weiß man nicht. Das ist auch ganz komisch, wenn sowas nicht organisch gewachsen ist über Jahrzehnte und man das irgendwie so durchdrücken will. Ja, aber es funktioniert ja wahrscheinlich, ne? Also. Ja, das ist so eine Band. Ich frage mich, wie sich das verkauft. Köpi Arena, 85 Euro pro Platz. Ja, du hast ja schon einen Punkt gesagt. Also Johnny Depp, ja. Ne? Das ist Johnny Depp. Michael Wendler hat ja auch die Köpi Arena schon mehrfach ausverkauft und damals auf eigene Kosten sogar, ne? Gemietet. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also man kann ja über den lachen, wie man will, ne? Aber der dir, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, vor Jahren, ich bin ja eigentlich Oberhausener und er kommt ja eigentlich aus Dienstlagen, aber hat natürlich immer die Verbindung zu Oberhausen gehabt, da hat die Köpi Arena auf eigene Kosten gemietet und hat die dann ausverkauft. Und Sie liebt den DJ, ist nach wie vor eine Hymne in Oberhausener Diskotheken. Egal. Auf jeden Fall, was ich dazu sagen wollte, ist, weißt du was? Hollywood Vampires ist so eine Arbeitskollegenband. Die hören nur Arbeitskollegen. Oh, da muss ich gleich noch. Aber ich muss das ergänzen. Das ist ein Genre für sich, Arbeitskollegenband, ne? Da müssen wir eine eigene Top 13 machen. Ich muss jetzt ergänzen, der dritte im Bunde ist Joe Perry, der zweite Sänger und Songwriter der Rockband Aerosmith. Ah, okay. Wer hätte es gedacht? Weil die gleichen Weg, also Entschuldigung Max, den gleichen Weg, wie du das nämlich mitgekriegt hast, dass dich irgendwer einfach den Arbeitskollegen, hast du nicht Bock zu den Vampires zu gehen? Zu den Vampires. Hollywood Vampires, kennst du doch, oder? Und das ist ungefähr so, also das ist so, ich habe dann einmal reingehört und dachte, zu meinen Arbeitskollegen dachte ich, ach, hörst du mal rein und guck's mal so, ne? Vielleicht ist das ja was und dann kannst du ja so ein bisschen dich connecten mit deiner Crew. Ja. So, ne? Und da habe ich mir das angehört und dachte, boah, das ist echt nicht mein Sound, ne? Das ist echt schon ganz schön belanglos. Ne? Volbeat ist auch eine Arbeitskollegenband. Auf jeden Fall. Und ein Arbeitskollege von mir, der hört ja auch immer fleißig den Podcast, Grüße gehen raus, lieber Jerome. Dem habe ich aber auch relativ früh schon mitgeteilt. bis hierhin geht die Freundschaft aber dann auch nicht weiter, ne? Also ja. Ich habe ihm dann aber Volbeat-Fan. Also er hat eigentlich einen super guten Musikgeschmack, aber er ist Volbeat-Fan und Sabaton-Fan. Und das passt auch meiner Meinung nach auch nicht in diesen Fundus, den er sonst hört. Ja. Und aber gut, im Endeffekt muss Freundschaft auch sowas aushalten, ne? Also es ist nicht nur ein Arbeitskollege, auch ein Freund, aber es muss auch das aushalten. Ich habe übrigens, wo ihr gerade sagt, hier Tribute-Konzert für die Waldbrände in Australien. Es gab ja auch, also wir haben es ja alle mitbekommen, in der Silvesternacht gab es ja ein Unglück im Krefelder Zoo und zwar ist ja dieses Affenhaus abgebrannt mit Affen und mittlerweile weiß man auch Vögeln, also sind wohl insgesamt 50 Tiere zu Tode gekommen. Es hat ja riesige Wellen geschlagen und so weiter und so fort und es gab… Verschwörungstheorien auch noch. Ne? Ja, also es ist schon interessant, was das so mit den Menschen gemacht hat. Auf jeden Fall gab es auch ein Tribute-Konzert oder ein Benefits-Konzert in der Kultur… Wie heißt denn mal der Laden in Krefeld? Kulturfabrik? Ja, ne? Ja. Genau, Kulturfabrik. Und Blind Guardian haben sich angekündigt. und Max, also der ja auch schon mal hier Gast war und ich, etwas relativ früh mitbekommen. Wir meinten, okay, wir müssen dahin, ja. Weil wir lieben beide Blind Guardian. Und ich habe gesagt, okay, wir machen uns auf jeden Fall Tickets klar und für einen guten Zweck, bla bla bla. Ja, und dann hat Blind Guardian aber leider announced, ja, und extra zu diesem Anlass spielen wir ein Akustik-Set. Und damit war das Thema dann schon wieder durch, muss ich ehrlicherweise sagen. Boah, das ist schon fies. Ich habe mal versucht, meinen Arbeitskollegen, der auch so ein, also eigentlich ganz gut Musikgeschmack hat, weil der halt mit der Musik, die wir so hören, also so alten Hard Rock und Heavy Metal, alte Rockmusik, aufgewachsen ist. War das nicht der dir Platten geschenkt hat? Richtig, der hatte mir, mal netterweise, habe ich wahrscheinlich hier auch schon erzählt, Celtic Frost Platten und sowas geschenkt. Und der, da habe ich ihm erzählt, hier irgendwie eine Ningen Isu spielen in Bochum. Ich weiß nicht, kennt ihr die Band? Schon mal gesehen, wird euch vielleicht manchmal bei Facebook angezeigt. Ist eine japanische Heavy Metal Band, die relativ erfolgreich sind und jetzt wohl auch international erfolgreich sind und die machen
ziemlich komischen, kruden Heavy Metal. Also so der eigentlich nicht massenerfolgreich ist, der klingt einfach komisch. So, ne? Ich dachte, ja, wenn das jetzt günstig ist, kannst du das mal angucken, weil die gehen halt auch so mit traditionellen Kimonos und so auf die Bühne und dann vielleicht ist das ja ganz cool und sehen halt auch irgendwie ganz witzig aus. Und dann habe ich halt irgendwie online geguckt, was die Karten kosten. Das ist ein Bochum, meine Zeche. Und die kosten halt 52 Euro. Ich glaube, ich war noch nie auf einem Konzert in der Zeche, was 52 Euro gekostet hat. Da haben auch, also in meines Wissens auch die Bands gespielt, die 52 Euro aufgerufen haben, oder? Nein. Also da spielt mal die eine oder andere Metalband so im 30-Euro-Bereich. Ja. Und dann vielleicht mal eine Deepish Mode Coverband. Und, ja, das ist der Klassiker, die Deepish Mode Coverband. Die kostet aber auch 30 Euro, genauso wie Destruction oder, oder Accept, wenn die das spielen. Aber so Deepish Mode Coverband, ich glaube, wenn du auch keine allzu schlechte Deepish Mode Coverband bist, dann ziehst du einfach Leute, ne? Also das ist auch nochmal ein anderes Klientel. Gehen wir ganz kurz drauf ein. Auf jeden Fall meinte ich, wegen Ningen ist so, ne? Dann meinte ich zu meinem Arbeitskollegen, dann habe ich ihm die vorgespielt und meinte, ja, klingt ja ganz geil und so, und lass doch hin, die spielen auch hier in Bochum. Da habe ich gesagt, nee, ist mir zu teuer, 52 Euro. Naja, kann man schon mal hingehen, ne? Ist auf gar keinen Fall. Also wenn die jetzt 15 gekostet hätten oder 20, ich wäre sogar bis 35 mitgegangen, einfach nur um den Obskuritätsbonus mitzunehmen, aber das war mir dann einfach zu teuer. Nee, muss ich auch sagen. Also das ist, ich meine, da kann man ja auch nochmal, könnte man auch nochmal ein extra Fass aufmachen zum Thema Ticketpreise und so. Aber jetzt kann man ja auch uns allen nicht vorwerfen, dass wir jetzt irgendwie geizig sind, aber irgendwo aber für ist auch das mal gleiche, auf jeden Fall. Aber für das gleiche Geld, jetzt mal vielleicht zu Hollywood Vampires 85 Euro, für das gleiche Geld kannst du Mötley Crüe, Def Leppard und Poison auf einer Tour sehen. Aber willst du das? Ja. Also Def Leppard, aber nur wenn sie das Debütalbum spielen. Danach finde ich nämlich alles. Letztens noch das Debütalbum gehört und dachte, boah, das ist so ein unglaublich geiles On Album. Through the Night. Ja, das stimmt einfach alles bei dem Album, oder? Das Cover, großartig, Ein Truck in Space mit einer Flying V irgendwie oben drauf. Ich liebe das Album. Das war ja im Grunde das erste und also das einzige New Wave of British Heavy Metal Album von Def Leppard, weil sie danach sehr schnell dann nach Amerika gegangen sind und dann natürlich eine unfassbare Karriere hingelegt. Und ich mag ja auch das Hysteria-Album auch total gerne, ne? Also ich habe letztens, im Zuge dessen habe ich nochmal reingehört und dachte, vielleicht war ich früher zu verbohrt, um das zu hören, aber heutzutage, es waren so Ansätze drin, aber immer wenn sie mich kurz hatten, haben sie mich auch wieder verloren, so, weißt du? Aber das Album natürlich fantastisch, ne? Also das ist großartig, da sind nur Hits drauf, ey. Hello America. Hello America. Da merkst du halt schon so die ersten, ersten Anleihen. Das wurde denen, glaube ich, dann auch so ein bisschen so zur Last gelegt, ne? Dass sie da sich so anbiedern wollten, ne? Ja. Aber ein super Album. Ich habe übrigens, Deepish Mode. Ach ja, wollten wir noch drüber sprechen, was für ein Klientel da hingeht. Ich habe das Gefühl, bei Deepish Mode Coverbands gibt's so drei Klassen Leute, also ohne das jetzt denunzieren zu wollen, weil ich glaube, so eine Deepish Mode Covershow ist vielleicht sogar besser als eine richtige Deepish Mode Show, wenn es gut gemacht ist. Ich habe Deepish Mode übrigens mal live gesehen. Stimmt. Und da gehen so drei Klassen hin. Steuerfachangestellte? Nein, da gehen Gothics hin. Ja. Alle Altersklassen, meistens ältere. Da gehen Gabis und Erichs hin. Ja. Also das sind so eher die Steuerfachangestellten, aber auch die Leute, die ganz gerne auch gedacht, die in den 80ern Jugendliche waren. Genau, die aber jetzt gerne auch in der Kneipe rumsitzen. Ja. Ne? Und dann ziehen sie sich ihre düsteren T-Shirts an. Genau. Und ein ganz großer Teil, der da hingeht, ist, glaube ich, so Fetischkram. Habe ich das Gefühl. So BDSM-Leute halt, ne? Also ohne das denunzieren zu wollen, aber ne, macht was ihr wollt. Aber ich habe so das Gefühl, dass so ganz häufig auf Poster müsst ihr auch mal gucken, so. Dann gibt es halt irgendwie die Deepish Mode Party und darunter ist halt irgendwie nochmal irgendwie mit BDSM eine Aftershow. Das habe ich so noch nie gesehen. Wieder. Super, gucken wir erst Deepish Mode und danach, ne? Ja, aber auch dieses Coverband-Ding, ne? Deepish Mode Coverband. Aber das wird ja meistens kombiniert mit einer anderen Band. Ja, Völkerball. Nein. Ja, genau. Also Rammstein-Coverband. Nee, wie sind die? Die Deepish Mode wird immer mit Secure irgendwie gerne gekreuzt, oder? Aber da gibt es ja keine richtig gute Coverband. Also, ne, nicht, das ist, glaube ich, auch schwer zu covern. Also, ich habe Secure, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, vor Jahren mal in der Royal Albert Hall live gesehen. Und das war eines der besten Konzerte meines Lebens. Und ich bin noch nicht mal ein mega Secure-Fan. Ich habe halt drei Alben, die finde ich gut. Aber die spielen halt einfach unfassbare drei Stunden und spielen
Also wenn die in einer Location zwei Abende hintereinander spielen, spielen die zwei verschiedene Sets. Das ist echt schon respektabel. Ne? Also fuck you Metallica, fuck you Iron Maiden. Ne? Auf jeden Fall. Also echt. Ja. Apropos Metallica, ne? James Hetfield geht's wieder besser, habe ich gehört. Das weiß ich nicht, habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe nur ein YouTube-Video gesehen, wo die, was haben die gespielt? Die wollten irgendwas covern und haben davor auf der Bühne geprobt. Puh. Sie wollten irgendwas covern. Sie wollten, ja stimmt, die haben Number of the Beast wollten die covern. Und also Gitarre, Bass war okay, Gesang war aus. Es war irgendwie in Mexiko oder sowas. Da haben die das irgendwie rehearsed auf der Bühne. Und Lars kam einfach nicht in den Name of the Beast. Aber ich glaube, du hast dich vertan. Die haben das nicht geprobt. Das ist es doch dann. Also das war doch hier mit Marmorstein und Eisenbricht und das sind so irgendwie Doodle oder so. Ja. Ja, die machen dann so irgendwie so ein Ding mit zwei Instrumenten und keine Ahnung. Und Celtic Frost haben sie doch auch mal gemacht und so. Oh, nee. Placebo ist die Band, die immer mit Depeche Mode auf Partys gespielt wird und gekreuzt wird. Ja, okay, passt. Placebo finde ich aber auch, also davon abgesehen, ich glaube, wir sind uns einigermaßen einig, also Depeche Mode haben eine absolute Daseinsberechtigung. Ist ja auch interessant, ne? Also eine absolute Nischenspartenband. Also die sind ja in der Nische von der Nische. Also es gibt ja eigentlich nichts Vergleichbares. Und die haben ja so eine Fanbase hinter sich. Ich weiß noch, dass das vor Jahren mal auf WDR 2 so ein Abstimmen-Tag gab. Da konnte man halt irgendwie im Vorfeld die 200 besten oder beliebtesten Bands wählen. Mhm. Und an dem Tag, an dem Stichtag, haben die dann von Platz 200 bis Platz 1 die Top 200 repräsentativ für jede Band dann einen Song gespielt. Übrigens, solche Aktionen im Radio finde ich mega geil. Finde ich hammergeil. Da sind wir dann wirklich so Aktionen, da kann ich mir noch früher daran erinnern, WDR 2 hat das oft gemacht, weil die haben ja immer gesagt, WDR 200, ne? Also die 200 besten Sänger, die 200 besten Bands. Und das sind dann so Momente, wo du dann echt das Radio anmachst, ne? Also und dann auch so ein bisschen auch mitfieberst. Ja, ne? Ja, und meine Mutter so, ja, jetzt haben sie Supertramp gespielt und jetzt haben sie so, ne? Und dann so, ja, ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt und so. Und Depeche Mode ist damals auf Platz 1 gelandet. Ja. Also nicht Beatles, nicht Queen, nicht Rolling Stones. Und warum? Weil die halt so eine Fanbase haben, die dann wahrscheinlich 500 Millionen Mal dafür abgestimmt haben, ne? Also wenn du so eine Fanbase hast, dann hast du, also dann kannst du machen, was du willst, glaube ich. Gut, ne? Also 500 Millionen Menschen leben jetzt. Wie viele Menschen leben gerade in Deutschland? Naja, aber ich glaube, es war nicht verboten, doppelt abzustimmen, ne? Also helf mir. Um die 80 rum. Alles klar. 82 oder so. Super. Einer von 80 Millionen. Mit welchen Song waren sie denn auf Platz 1? Weißt du das noch? Ich weiß nicht, welchen Song sie repräsentativ gespielt haben. In dem Fall ging es ja wirklich nur um die Bands. Aber wahrscheinlich, ich befürchte, sie haben dann gespielt Personal Jesus oder so. Mhm. Wobei ja mein Lieblingssong People Are People ist, ne? Ja, ja. Das ist auch der 80s-lastigste Song eigentlich mit diesen Industrial-Einflüssen, ne? Ich liebe den Song. Also den hat mein Vater schon immer rauf und runter gehört. Und dieser Mix aus diesem Clean-Gesang und dann, also das ist schon so einer meiner absoluten Lieblingssongs. Ja, und Placebo hattest du gerade noch angesprochen. Placebo kenne ich eigentlich auch nur für zwei Songs. Special K hieß einer. Ja. Und die haben mal Running Up That Hill von Kate Bush gecovert. Auch in der Version, die ganz gut war. Kenne ich auch, ja. Dafür sind die am bekanntesten, aber die haben auch noch, die gibt es ja auch gefühlt seit ewig und ja, die haben auch, glaube ich, eine krasse Fanbase. Ja. Krass. Ist mir geil. Gibt's die noch? Wüsste ich jetzt nicht, aber bestimmt, es gibt sogar Aha noch. Oder die haben letztes Jahr wieder getourt. Wieder wahrscheinlich, ne? Also vielleicht gibt's sie wieder und die gab es dann eine Zeit lang nicht. Ich weiß es nicht. Nee, die gab es eine Zeit lang nicht und dann gab es eine Reunion-Tour und letztes Jahr war da auch eine Arbeitskollegin, ja. Ja, aber ja, so ist das halt, ne? Wir haben ja gerade, der Max hat ja gerade hier People Are People als seinen Lieblingssong von Depeche Mode genannt, ne? Ich finde so geil, dass Drangsal ja dieses Dominance Dance, dass das volle Kanada daran angelehnt ist. Das klingt ja fast wie der gleiche Song, also so vom Feeling her, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also der Vibe ist der gleiche, ne? Ja. Ich habe ja gerade frech einfach mal ein Thema angekündigt und wir haben es ja nie richtig aufgelöst, weil ihr beide schon abgeschmettert habt, dass ihr schon eure Lieblingsalben von 2019 genannt habt. Ich aber nicht. Ich habe mich ja ein bisschen zurückgehalten und
weil man ja auch immer so ein bisschen drüber nachdenken muss, was kam denn 2019? Und es kamen viele gute Re-Releases, habe ich das Gefühl. Mhm. Und eine junge Band hat ihr Debütalbum rausgebracht. Und zwar über Dying Victims Productions, also das Label von Florian, der hier auch schon mal zu Gast gewesen ist. Und das war ein Album, das mich zuerst gar nicht interessiert hat, weil ich die Band zwar gut fand, aber nie so irgendwie so hundertprozentig so abgefeiert habe. Und jetzt haben sie ihr Debütalbum rausgebracht und ich habe es extrem gefeiert, als es rausgekommen ist. Und zwar geht es um die Band Midnight Prey und das Album Uncertain Times. Hast du das gehört oder habt ihr das gehört? Ich habe jetzt vereinzelt in Songs reingehört und es ist auf meiner Liste der Alben, die ich mir noch besorgen muss. Ja, es ist sehr, sehr krude teilweise, die Mischung. Aber, ja, total. Ja, aber du bist ja Fan dieses Coaching oder wie auch alle, ne? Ja. Und dann ist irgendwie ja dieser melancholische Gesang plus diese total abgefahrenen Griffs, ne? Also, ja, und auch seltsamer Sound, ne? Also ich habe hast du letztens live gesehen, oder? Genau, und deswegen komme ich da ein bisschen drauf. Ah. Also das Album ist ja auch einfach richtig komisch produziert. Also das klingt, also die Gitarren klingen so ein bisschen kaputt irgendwie. Der Sound ist halt so ein bisschen seltsam. Das ist auch nicht so sauber gespielt. Das hat alles so ein bisschen den Charme von irgendwelchen Krautrock-Demos so vom Sound her. Also jetzt nicht ganz so schlimm in Anführungsstrichen, nicht ganz so sehr. Also irgendwie was Punkrock-mäßiges und dazu halt diese zum Teil ja deutschen Lyrics. Der Starter von dem Album heißt der Stoff und hat einen ziemlich coolen Text. Da geht es eigentlich so darum, es sind so zwei Sachen, die irgendwie da übereinander laufen. Es geht einmal um Stoff tatsächlich, also um irgendwelche Konsummittel, ja, und auf der anderen Seite geht es halt auch gleichzeitig irgendwie um die Distanzierung von Beziehungen, ein bisschen seltsam, ne? Wirkt als aber der kryptisch, Song ist, ne? Richtig, richtig geil. Ja. Der Gesang ist auch Hammer, der ist total mitreißend, ist super authentisch. Total. Ich war auch sehr, sehr positiv angetan. Aber ich habe das Album auch noch nicht zu Hause tatsächlich, noch nicht in physischer Form. Ich muss es mir auch noch bestellen. Es ist aber auch auf der To-Do-Liste. Bin ich ein bisschen spät dran, ne? Es ist ein Album, das ich jetzt in letzter Zeit so intensiv gehört habe. Also wirklich, ich bin richtig begeistert und es ist auch sehr gewachsen, je mehr ich das gehört habe. Da sind sehr, sehr viele super, super tolle Songs drauf. Das kann man echt in einem Stück durchhören, ohne zu sagen, dass da ein schlechter Song drauf ist. Also von Stoff über The Tower zu We Lose bis hin zu, ich weiß nicht, wie der Titel genau ist, aber irgendwie Falling Through the Atmosphere oder sowas, das ist ein fantastischer, richtiges Epos eigentlich und dann das Ganze mit diesem schrömmeligen Sound, das ist schon sehr, sehr cool authentisch. Also es wirkt halt alles authentisch, wenn man die drei Jungs so ein bisschen kennt, kann man sich auch so vorstellen, wie die das geschrieben haben und dass jeder so seinen Charakterzug da reingebracht hat. Also wirklich tolle Bassspuren drin, cooles Drumming, das sehr treibend ist, ein bisschen simpler und auch cool und dann diese bisschen zu schlecht gespielten Gitarrenriffs, aber das passt irgendwie sehr gut. Ich habe die ja vor kurzem live gesehen, die haben ja in AZ Mülheim gespielt. Ein bisschen undankbar vom Publikum her, weil relativ wenig Publikum da gewesen sind und da war das AZ Stammpublikum und halt so ein paar Hardrocker halt, ne? Und ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt auch vielleicht aus euren Jugendzentrumstagen, aber es gibt ja immer so junge Punker, die dann so auf extra asozial machen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. So, ne? Also wir sind ja die richtigen jungen Straßenpunks, so, ne? Die auch immer vollkommen durchdrehen auf so Konzerten und tanzen und alles Mögliche. Und dann waren dann halt, als Midnight Prey angefangen haben, und waren dann halt so drei jugendliche Punker, die halt, Du stehst da als alter Mann und willst nur die Musik genießen, ja, genau. Während die da am Tanzen sind. Ja, am Rumpunken sind, ja. Das war dann halt schon so unpassend und alle waren so leicht genervt, aber dann dachte man, komm, ey, die sind jetzt 16, 17 oder was weiß ich, oder jünger oder so, lass sie mal machen, so, ne. Aber auf der Ende Wirklichkeit dachte sich jeder, so kein Bock, ne? Hat der Show aber nichts abgetan, weil ich fand die Show extrem gut, wie gesagt, ein bisschen schwach besucht. Aber die haben das Album gespielt, plus irgendwie zwei, drei Songs noch von dem Vormaterial. Und das fand ich extrem gut. Und ich habe die jetzt schon länger nicht mehr live gesehen und dachte,
Und da musste ich so daran denken, dass der Winston, der Sänger, ja vielleicht im Kino zu sehen ist. Ich weiß nicht, habe ich die Geschichte schon mal erzählt? Nee, gar nicht. Nee? Udo Lindenberg Film. Genau. Also der Winston hat er erzählt. Aber der hatte schon seine Premiere, der Film, ne? Ja, ja, genau. Der läuft jetzt schon im Kino, beziehungsweise der läuft jetzt auch schon. Also länger. Worum geht's? Es geht anscheinend um den jungen Udo Lindenberg. Und der Film soll eigentlich ganz gut sein, ne? Ja, ist eine verfilmte Doku halt, ne? Ich habe nicht so gute Kritiken gelesen. Ja. Wie heißt denn der Film nochmal? Ich mach mein Ding oder sowas? Ja, ja. Irgendwie so. Ja. Boah, ja. Wenn ich das schon höre, es, ne? Muss ja immer irgendwie nach einem Song benannt werden, ne? Die, ja, Queens, ja. Der Queens-Film heißt Bohemian Rhapsody und der Elton John-Film heißt natürlich Rocketman, damit es auch jeder checkt. Ja. Und die Deutschen machen das jetzt nach mit ihren großen Musikern. Mal gucken, wann. Wenn der Westernhagen-Film kommt. Aber der heißt auch nicht, mach dein Ding oder so. Mach, ne, dein Ding, ja, ja. Es kommt 100 Pro noch ein Westernhagen-Film. 100 Pro. Ja. Und er, und der Winston, der Sänger und Gitarrist von Midnight Prayer, hatte da wohl eine kleine Nebenrolle. Der hatte in einer Szene wohl im Backstage von Udo Lindenberg, an dem Bassisten von Udo Lindenberg gespielt. Ich habe ihn jetzt leider vergessen, darauf anzusprechen bei dem Konzert, ob er tatsächlich in dem Film zu sehen ist. Ich habe schon echt überlegt, ob ich ins Kino gehen soll und mir den Film angucken soll, um zu sehen, ob der Winston da jetzt dabei ist oder nicht. Übrigens auch ein interessanter Künstler, der Winston. Ne? Ich weiß nicht, habt ihr seine Kunst mal gesehen? Yes. Der macht ganz coole, was ist das? Ich kenne mich ja zu wenig mit Kunst aus, um zu sagen, was das ist. Also so Malerei vermischt mit Fotos, vermischt mit Collagen. Der will jetzt wohl auch demnächst seine erste Ausstellung machen in Hamburg. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Ja, gefällt mir gut. Ich finde es immer gut, ich kriege das ja immer über Instagram mit, was der Junge so treibt. Und das gefällt mir alles sehr gut. Schaue ich mir immer sehr gerne an. Ja, auf jeden Fall ist das auch eine Empfehlung für unsere Hörerschaft. Hört euch das Midnight Prayer Album an mit dem Namen Uncertain Times. Ein wirklich fantastisches Album. Gut. Wir haben gerade so mit dem ich mach mein Ding Film haben wir ja so ein bisschen was angeschnitten. Die Oscarverleihung war. Max, hast du sie verfolgt? Also ich habe sie insofern verfolgt, dass ich sie am nächsten Tag im Radio die Zusammenfassung mir angehört habe und es ist natürlich absolut spektakulär und affengeil, dass als bester Film tatsächlich Parasite ausgezeichnet wurde. Und als bester ausländischer Film auch noch dazu. Ist das nicht affengeil? Ich glaube, das ist das erste Mal in der Geschichte des Oscars, dass wirklich ein fremdsprachiger Film den Oscar für den besten Film bekommen hat. Und den Oscar gibt es seit 92 Jahren, ne? Ja, nicht nur ein fremdsprachiger Film, sondern also ein ausländischer Film, ne? Und halt auch dazu noch aus einem asiatischen Raum, ne? Also das aus einem ganz anderen Kulturkreis. Aus einem ganz anderen Kulturkreis, genau. Und ich finde es so geil, dass die deutschen Kinos das wieder aufgegriffen haben, weil Parasite ist ja relativ wenig nur gelaufen im Kino, im deutschen Kino. Und auf einmal läuft der jetzt überall wieder. Und ich finde das ja geil. Ich habe den ja leider nicht gesehen und ich bin jetzt so heiß auf den Film. Natürlich nicht, weil es die Oscar-Verleihung ist, sondern einfach, weil Du hättest ihn dir sowieso angeschaut. Ich hätte ihn mir sowieso angeschaut, genau. Ne? Weil das ein Genre ist, das ich nachvollziehen kann, weil ich südkoreanische Filme, so doof das auch klingt, da gibt es echt super Filme. Ich glaube, wir haben ja schon mal über Oldboy hier gesprochen. Yes. Genau. Ich dachte auch, ich weiß nicht, wie ich darauf kam, aber ich dachte jetzt bis vor kurzem auch, dass der das Parasite von Park Chan-wook ist, also dem Regisseur von Oldboy. Aber ist er ja gar nicht. Nee. Parasite habe ich ja vor 2 Monaten im Kino gesehen und der hat richtig viel Spaß gemacht und der hat ja auch den Golden Globe bekommen. Und kannst du ja am Handlung so leicht umreißen, ich war noch nicht drin, aber ohne zu spoilern natürlich. Ja, also ohne zu spoilern. Ich sag mal so, im Endeffekt, würde ich nicht jetzt wagen, weil ich glaube, dass die Gefahr ist so groß, dass ich dann doch irgendwie, aber es ist… ist ein Sozialdrama, habe ich gelesen. Ja, sehr sozialkritisch und… ist das ein Thriller, ein Drama oder? Alles zusammen, wirklich. Mhm. Es besteht jetzt natürlich die Gefahr nach all den Preisen, die der mit denen dieser Film jetzt überhäuft wurde, dass man dann ins Kino geht und denkt, okay, und jetzt? Also die Gefahr besteht natürlich immer. Ja. Ich habe ihn relativ unvoreingenommen mir angeschaut und fand ihn sehr unterhaltsam und hatte einen tollen Twist irgendwie und auch mega gute Schauspieler, muss man sagen. Und der läuft im Originalton, ne? Ich habe ihn in der Synchro gesehen, tatsächlich. Ach, da wurde synchronisiert. Genau. Tatsächlich. Genau. Also ich gucke mir tatsächlich auch nochmal an, jetzt am Mittwoch wahrscheinlich. Und werde den wahrscheinlich auch leider in der Synchronfassung sehen. Genau. Mal gucken.
Ich bin sehr gespannt auf den Film, ich freue mich sehr drauf. Ich finde ja geil, dass das total den Shitstorm auch ausgelöst hat, ne? Also diese Nominierung für bester ausländischer Film und bester Film, ne? Ich weiß nicht, habt ihr das mitgekriegt? Nee. Im Internet haben sich viele Leute, was heißt viele Leute, aber es gab einen kleinen Shitstorm, dass der Film ja beide Nominierungen gekriegt hat für bester Film und bester ausländischer Film. Und vor allem die meisten Kritiken kamen dann von Leuten, die den Joker total abgefeiert haben. Von wegen, ja, Joker ist ja der beste Film aller Zeiten gewesen und wie kann denn Parasite zwei Preise kriegen? Einer reicht doch, so nach dem Motto. Und der hat ja, wie viel hat er gekriegt? 5 oder 6? Mhm. War auf jeden Fall eine mega Überraschung. Was mich nicht überrascht hat, und das haben wir ja auch befürwortet und das habe ich auch von Anfang an gesagt, Brad Pitt, You Make It, ne? Also der hat ja den Oscar für den besten Nebendarsteller bekommen und ich habe ja damals schon gesagt, als wir über Once Upon a Time in Hollywood gesprochen haben, dass mich Brad Pitt einfach komplett überzeugt hat in dieser Rolle. Das hat mir schon sehr, sehr, sehr gut gefallen, da war ich sehr zufrieden. Darf ich mal ganz kurz dazwischenbrechen? Das habe ich ja völlig vergessen. Ich habe nämlich vor einer Weile mal eine Umfrage gemacht bei Instagram, wen wir denn mal als Gast einladen sollen. Brad Pitt? Nee, pass auf. Soll ich mal vorlesen, was da für Vorschläge kamen? Mach mal. Franco, König von Düsseldorf. Götz Kühnemund, die nackte Wahrheit zum Rockhard-Dings. Also ich kann es jetzt gar nicht weiterlesen. Dann kam nochmal Götz Kühnemund. Dann kam Voller. Dann kam Didi. Dann hat der Winston sich selber vorgeschlagen. Gerne doch. Dann wurde Katte vorgeschlagen. James Hetfield, Thomas Such. In Klammern, oder zur Not Andy Brings. Oder zur Not. Tom Angel Ripper. Dann kam. Nur kurz für die Leute, die es nicht wissen. Thomas Such ist Tom Angel. dann kam der Vorschlag: eine Frau. Katte von Attic. Dann Festivalveranstalter. Marvin Kiefer. John Paul Belmondo. John Paul Belmondo, sagt euch das was? Nee. Sagt mir gar nichts, muss ich mal nach. Belmondo, ist das nicht ein Schauspieler in Italien? John Paul Belmondo. Dann den Gore-Minister von den Kadaverfickern. Sexgepard Didi, Vasili oder Jeremy. Oder und, beide. Skalare Sondersendung mit Herrn Avenger. Ich bin für den letzten Vorschlag. Aber da merkt man ja, wie klein unser Hörerkreis ist. Also Jean-Paul Belmondo ist ein Pornodarsteller. Ein französischer Film- und Theaterschauspieler. Belmondo wurde ab den späten 1950er Jahren zunächst als Darsteller innerhalb der Nouvelle Vogue bekannt. Ab Mitte der 1960er, ich kann den Titel jetzt noch zu Ende lesen. Wer hat das denn vorgeschlagen? Ich weiß es auch nicht. Aber vielleicht jemand von Midnight Prey. Okay. Lebt er noch, Jean-Paul? Mal gucken, wann er das letzte Mal was rausgebracht hat. Belmondo von Belmondo, eine Hommage an Vater. Aha. Von Paul Belmondo. Ja, auf jeden Fall interessante Gäste. Witzig vielleicht auch, dass wir ein, zwei schon abgedeckt haben. Wir hatten ja eine Frau. Ja, krass, wir hatten echt nur eine Frau, ne? Ja, es wird Zeit, dass wir das irgendwie auflockern. Nee, müssen wir echt, da müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Meldet euch. Wirklich. Das ist wirklich echt. Ich habe noch nie so einen besorgten Blick jetzt. Ja. Meldet euch und dann mit diesen Tippen auf dem Tisch. Schnell. Ja, und den Rest mal gucken. Vielleicht wird's, vielleicht werden wir das mit Ja, der eine oder andere, der wird sich schon anbieten, auf jeden Fall. Genau. Ich denke auch. Eine andere Sache, die mir so ein bisschen, die ich unbedingt nochmal loswerden will. Erinnert ihr euch noch, vielleicht in der allerersten Episode haben wir, glaube ich, in der ersten oder zweiten so ein bisschen über eBay Kleinanzeigen gesprochen? Richtig. Oh ja. Ich hatte jetzt in den letzten Wochen, Monaten sehr viel mit eBay Kleinanzeigen zu tun. Weil? Weil ich umgezogen bin und sehr viel verkauft habe. Du bist umgezogen, habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Und und unter anderem habe ich ich habe super viel Scheiße erlebt, aber unter anderem habe ich mein Bett inklusive Lattenrost und Matratze bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Und dann habe ich eine Mail bekommen. Hi, ist das noch aktuell? Wenn ja, melde dich doch mal kurz, damit wir die Details abklären können. Gruß Martin. Da habe ich ihm geschrieben, das ist noch aktuell. Dann schrieb er, ja okay, den Preis müssen wir nicht verhandeln. Ich sag's nur, weil da Verhandlungsbasis steht.
Also der Preis ist okay. Ich würde es aber gern mal sehen und dann in nachfolgenden den Transport zu organisieren. PS, sonst, wenn wir zusammenkommen, kannst du ja die Wäschekartons noch drauflegen. Muss aber nicht sein. Also würde da nicht drauf bestehen. Ich hatte da halt noch in einem anderen Inserat so Wäschekartons. Ja. Ich habe ihm gesagt, bla bla, ja, die kriegst du dazu, 18:30, komm mal rum. Ich habe dann aber geschrieben, die Matratze, habe ich mir nochmal angeguckt, die ist jetzt auch schon ein bisschen durchgelegen, die kann ich dir eigentlich nicht mitgeben, so, die muss ich wegnehmen. Das ist Quatsch. Dann bestehe ich drauf und du machst es trotzdem nicht. Warum solltest du auch? Sag mir lieber, wo das Problem ist. Geld kann solche Dinge ja manchmal lösen. Vielleicht lässt sich ja eine Lösung finden. Wenn nicht, was soll das Gestell kosten, inklusive Lattenrost? Bleibt der Preis wenigstens hier bestehen oder willst du auch das nochmal ändern? Heute Abend schaffe ich es nicht. Morgen würde möglicherweise gehen. Da habe ich ihm nochmal gesagt, nein, es geht mir nicht darum, dass ich mehr Geld für diese Matratze will, nur dass ich die eigentlich nicht mehr abgeben kann. So. Und jetzt kommt der Knaller, ne? Hi Max. Ach so, ich hatte es genau umgekehrt verstanden. Also, dass du die Matratze zu gut ist und dass du sie separat verkaufen würdest. Sorry. Kann ich dir mal kurz eine Story erzählen? Wenn nicht, überspringst du das ja einfach. Also, ich habe eine Wohnung gemietet, ein Rattenloch, aber nach hinten raus mit einem großen Balkon. In kurz, wenn man sie renoviert, geht es eigentlich. Heute war Schlüsselübergabe und der Hausmeister zeigt mir eine Wohnung ohne Balkon zur Straße, in Klammern laut, und auch ein Rattenloch. Aber eigentlich lohnt da die Renovierung nicht. Und klar, steht das auch im Mietvertrag so. Aber wer erinnert sich noch nach 100 Wohnungsbesichtigungen, ob die Wohnung jetzt im dritten oder im vierten Stock war? Also vielleicht passt die Matratze doch ganz gut zur Wohnung. Lass uns das mal morgen um 18 Uhr einfach besichtigen. Für heute bin ich erstmal bedient. So, ich hoffe, das war nicht zu lang. Bis später. Gruß Martin. So. Düsseldorfer Geschichten. So klingt das jetzt. Und ich habe dann geschrieben, hey Martin, bei dir scheint es echt nicht langweilig zu sein. Du willst dir das Bett morgen um 18 Uhr ansehen. Ich wohne da und da, komm vorbei. Hast du gut gelöst. Pass auf. Bei dir scheint es echt nicht langweilig zu sein. Also, es ist ja ein richtiger Conversation-Keeper hier. Denkt man. Aber als Antwort kam ja dann, ich tippe nur schnell. Und die Story ist doch echt strange. Sorry, wenn ich dich damit gelangweilt habe. Bin halt etwas mitteilungsbedürftig. Dann habe ich dann gesagt, nein, so war es nicht gemeint. Das ist nicht missverstanden. Da schrieb er, tue ich scheinbar laufend. Liegt am Medium. Dann ist der Tag, jetzt ist der Knaller, dann ist der Tag gekommen, an dem er das Bett abholen sollte. Ja. Und ich schreibe ihm, nur mal so aus Spaß und auch aus Erfahrung, hey Martin, bleibt's heute dabei. Ah, gut, dass du dich meldest. Ich hätte es in der Hektik fast versaut und dir nicht Bescheid gegeben. Wir haben den Mietvertrag heute aufgelöst. Ich wäre aber weiter interessiert, wüsste nur nicht, wo ich das zwischenlagern kann. Sehen muss ich das ja eigentlich nicht. Ich kann die 30 Euro ja vielleicht per PayPal überweisen und es später abholen. Wie gesagt, ich bin jetzt in Eile. Antworte auf deine Nachricht, kommt heute oder spät morgen. Ja, Ende vom Lied war, das Ding ist auf dem Sperrmüll gelandet. So ein Scheiß. Was sagst du da überhalten? Die Leute sind so mega unzuverlässig, ne? Ach ja, schwierige Kiste. Hast du eine? Ja, aber diese schöne Selbsterkenntnis, dass er so, also, liegt vielleicht am Medium. Ja, es liegt am Medium. Genau. Ja, schade. Ich suche Freunde auf Kleinanzeigen. Martin, melde dich doch mal. Vielleicht willst du, also die Matratze ist noch zu haben, Martin, die kannst du noch haben. Und ja. Ich habe ja wirklich nur so komische Sachen erlebt, ne? Echt? Auch geil. Also ganz komisch, ne? Ich habe einen Gaskocher bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Da kommt eine Nachricht, kein Bock mehr auf Ravioli. Ey, das macht doch Leute echt auch manchmal extra, um irgendwie auf Worst auf Kleinanzeigen zu kommen. Oder? Ich hab mit einem lachenden Smiley, mit einem lachenden Emoji geantwortet. Dann kam von ihm, dann fehlt easy das richtige Wacken-Feeling. Und ich schreibe nur, die Zeiten sind vorbei. Dann schickt er mir einen YouTube-Link zu diesem Video, wo diese Laus da brüllen, Ravioli! Ja, super. Und ich schreibe nur Classic. Er schreibt Old but Gold. Und ich so, also, wann kannst du das Teil abholen? Nie wieder was gehört. Ey, ganz komisch, ne? Das waren doch alles nur Trolle. Das ja, natürlich, aber ich bin ja, die wissen das ja, dass Leute, ich das bin. Das waren Leute, die ich kenne, 100 pro. Also, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich hatte noch nie solche Konversationen auf eBay Kleinanzeigen. Ich hab nur so ganz traurige Konversationen.
Ich hab mal ein altes iPhone verkauft. Hi, ich frage mich, ob das noch verfügbar ist. Jetzt kommt die E-Mail-Adresse j8764-3457@gmail.com. Dann schreibe ich zurück, ja, es ist verfügbar. Sind Sie bereit, nach Erhalt Ihrer Zahlung nach USA zu schicken? Yes, it is available. Are you a bot? Ganz komisch. Ja. Komische Welt. eBay Kleinanzeigen ist ein anderer Planet. Ne? Das ist, es geht, ja. Oder gleiches iPhone. Hi, ich wollte Bescheid sagen, dass es heute nicht klappt. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich ein Handy gefunden habe, welches für mich optimaler ist, da ich den Akku da nicht direkt austauschen lassen muss. Tut mir leid für die knappe Absage. Hoffe, Sie sind nicht zu sauer. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Mit freundlichen Grüßen. Also da habe ich schon eine halbe Stunde gewartet. Ja, aber ich habe ja auch bestimmt 6 Mal in meiner Wohnung gesessen und es kam niemand, ne? Also das war genau. Ja, das war ja auch schon die ausgeräumte Wohnung, ne? Genau, also ich habe da jetzt nicht irgendwie auf meiner Couch gelegen und Fernsehen geguckt, sondern ich habe auf einem Hocker gesessen, ja, in einer dunklen Wohnung, um da zu warten. Und das Gleiche galt ja auch für die Besichtigungstermine, die ich hatte für meine alte Wohnung, wo dann die erste Interessentin um 13 Uhr kommen sollte und um 12:45 schreibt, ja, ich schaff's doch nicht. Und dann habe ich nur geschrieben, ja, vielen Dank für die frühe Absage, ne? Und dann kam allen Ernstes zurück, ja, sorry, Rohrbruch. Einer hat mir auch geschrieben, sie hat Magen-Darm. Super. Hättest du schreiben können, ich habe ein Klo. Ja. Kein Problem, kannst du benutzen. Kannst du direkt austesten. Ey, aber kennst du diesen, es gibt ja so einen Zustand beim Umzug, also so eine Phase, die ist manchmal ist die kurz, manchmal ist die länger, je nachdem, wo man wohnt, wo man schon in der neuen Wohnung pennt oder in einem neuen Ort pennt, mhm, aber dann noch kein Internet hat. Oh, das ist ganz schlimm. Wir sind ja auch so quasi kurz vorm Umzug, also genau, in einem Monat ungefähr. Und ich mache mir jetzt schon Sorgen um das Thema Internet. Das ist auch für mich natürlich ganz essentiell für meinen Job. Und dann kann ich auch kein Homeoffice machen und sonst alles. Ja. Und nein, aber es ist auch wirklich das mit dem Internet. Das ist auch echt fies, weil dann weiß man ungefähr, wann es stattfindet und dann kann man erst die Wohnung kündigen, ne? Man hat so einen Übergang. Dann sagt man so bei Unity Media, ja, ich kündige wegen Umzug. Und dann so, ja, der Vertrag muss aber noch ein halbes Jahr laufen oder so nach Motto. Bis du da eine Ummeldebestätigung hingeschickt hast. Top. Richtig und asozial. Und das ist, also man fühlt sich ja nirgendwo mehr heimisch. Also also ich werde nie vergessen, bei unserem vorletzten Umzug, also wo wir von unserer Wohnung in das Haus gezogen sind, wo wir jetzt momentan wohnen auch, hatten wir kein Internet in einer neuen Bude, ja, aber schon Großteil alles da, nur der Router war halt noch in der alten Wohnung. Ich glaube, irgendwer sollte auch was abholen, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich war dann in der Wohnung, in der alten, und genau an dem Tag kam das Staffelfinale, beziehungsweise das Finale von Breaking Bad, also die letzte Folge, ja. Und Scheiße. Ich weiß noch, wie ich ohne Sofa auf dem Boden saß, auf dem Laminatboden neben dem Router, halt mit dem Laptop damals die letzte Folge Breaking Bad geguckt habe, so auf dem Boden liegend halt, ne. Und ich, ja genau, da sollten irgendwie die Vermieter vorbeikommen, um das abzunehmen, so weißt du, und ich lag da halt schon stundenlang irgendwie oder so. Das war eine schwierige Zeit. Heutzutage ist das ja relativ egal. Du kannst irgendwie wirklich einen Hotspot aufmachen mit deinem Handy oder sowas. Außer du willst jetzt irgendwie YouTube-Videos hochladen oder sowas. Außer du hast einen Vertrag für 8 € mit irgendwie 1 GB. Ja. Ja, das stimmt allerdings. Habe ich natürlich nicht. Ja, wichtig ist auf jeden Fall, sich früh genug darum zu kümmern. Und es gab auch ein paar Tage die Phase, dass ich dann, also erstmal habe ich sehr viel Radio gehört in der Zeit. So. Und Fernsehen geguckt auch? Nee, ich hab ja noch nicht mal einen Fernseher. Also, ja, also ich habe zwar ein Fernsehgerät, aber eigentlich nicht den Bedarf, irgendwie das irgendwo anzuschließen. Also dann war hier wirklich nur Radio angesagt. Und das Schlimme ist, ich besitze ja noch nicht mal ein Radio, was irgendwie UKW empfängt, sondern ich habe nur ein Smartphone, was dann aber manchmal, was weder 5 Uhr WLAN oder LTE empfängt. Ich bin dann manchmal noch in die alte Wohnung, um dann im WLAN mir Podcasts runterzuladen. Genau, Podcasts. Ja. Nicht die anderen Sachen mit P. Nee. Apropos P, wie wäre es eigentlich mal, Olli P zu nee, wie wäre es eigentlich mal, wenn wir vielleicht uns einer Rubrik widmen namens Top 3. Jetzt reden wir mal nicht um den ersten drin. Da ist auch ein P drin. Nur wenn ihr Lust habt, ich wollte euch nicht in die Parade fahren. Was ist denn, wenn man Top umdreht, was kommt denn dabei raus?
Pod. Genau, wir sind jetzt im Podcast. Soll ich das rausschneiden? Ela, klär uns doch mal auf, welches Thema wir diesmal in der Top 3 haben. Der eine oder andere Hörer weiß ja, dass wir diese einzige Rubrik hier in dem Podcast haben, neben unserem zusammenhangslosen Geschwafel, das hier so gerne bei rumkommt. Und zwar sprechen wir immer über ein Top 3 Thema. Das ist natürlich, um auch so ein bisschen clickbaity zu sein und die Hörer, die Herzen der Hörer irgendwie schlagen zu lassen. Und bei uns im Podcast ist es so, dass wir, je nachdem, wie viele Leute wir sind, immer einen Themenvorschlag haben. Das heißt, einer von uns schlägt immer ein Thema vor, zu dem jeder eine Dreierliste machen muss mit Sachen, die er top findet. Also eine Top 3 zu einem bestimmten Thema. Wir haben das einmal übrigens mit Filmen gemacht, ne? Sonst haben wir das immer nur mit Musik gemacht. Das war Filmmusik? Nee, Filmmusik, das ist ja auch Musik, aber wir haben einmal Guilty Pleasures in Filmen gemacht. Das habe nämlich auch ich vorgeschlagen, deswegen kam ich da jetzt drauf. Ja, aber das haben wir zusätzlich. Zusätzlich, ja? Ja, wenn überhaupt zusätzlich. Ich habe, glaube ich, auch keine Top 3. Alles klar. Na gut, diesmal war ich dran mal wieder mit den Top 3 und bei mir ist es ja so, dass die relativ berüchtigt sind dafür, dass die keiner versteht. Ich glaube, ich habe mich aber jetzt ganz gut eingegrenzt. Diesmal war das Problem, dass ich es verstanden habe. Ja. Und zwar habe ich so über Musik nachgedacht und woraus Musik oder beziehungsweise das Medium Musik. Oder nicht das Medienmusik, sondern woraus Musik eigentlich heute in der Medienlandschaft besteht. Und das sind so drei Elemente, die dazu gehören. Einmal natürlich die Musik selber, das Format, also das Medium an sich, ne, Platte, und dazu halt auch Artwork und sowas, aber auch Texte. Und dabei ist mir der Albumtitel eingefallen. Und es gibt ja so Das waren aber jetzt mehr als drei. Das waren auch schon mindestens fünf. Fünf. Ja. Ich habe das ja nicht studiert. Ne? Nicht so wie jemand anderes hier. Und dann bin ich so auf Albumtitel gekommen. Und ich hatte keinen richtigen Albumtitel im Kopf, aber ich dachte, das ist vielleicht ein interessantes Thema, das mal zu besprechen. Und zwar die Titel von Alben, die man richtig cool findet. Also sei es jetzt, weil es dahinter eine coole Geschichte gibt, weil es vielleicht ein Konzeptalbum ist, das es gut zusammenfasst, weil es das Album musikalisch gut beschreibt oder. Und und hab das als Thema und Aufgabe euch gestellt, eure Top 3 Albumtitel oder Albentitel zu nennen. Genau. Ich habe jetzt mal vorausgesetzt, dass wir nicht nur den Albumtitel mögen, sondern auch das Album, welches so betitelt wurde. Genau. Ne? Unlösbare Aufgabe. Vorweg sei gesagt, dass wir zu jedem Album natürlich einen Referenzsong nennen. Genau. Und der landet auf unserer Playlist, nämlich das ist die Spotify-Playlist Tod gehört. Wie schreibt man sie? Mit T-O-T. Ja, okay. Und zusammen, ne? Und zusammen. Und mittlerweile hast du sogar auf öffentlich geschaltet, ne? Mittlerweile habe ich wieder auf öffentlich geschaltet. Ich habe nämlich öfter mal so Mails bekommen, wo gibt es diese... Wo, ich finde das ja total süß, dass Leute echt nach dieser Playlist fragen, weil ich dachte gerade in so Zeiten wie heutzutage haben die Leute gar keinen Bock, sich irgendwelche Playlists... gerade heutzutage haben die Leute Bock, sich eine Playlist anzuhören und vor allem unsere Playlist. Nein, das ist schon, ich glaube, dieses Playlist-Ding, das ist schon so ein Trend, ja. Ist auch krass, wie viele Songs da drin sind. Leute, hören ja keine Alben mehr, die hören ja wirklich nur Playlists. Wir haben tatsächlich, glaube ich, wir haben um die 40 Follower. 53 Follower in der Liste, also schon cool. Okay, ich starte wie immer, wir fangen an mit mit M. Wir gehen ja die Crystal Meth-Reihenfolge durch. Genau, die Crystal Meth. Und witzigerweise kann ich da direkt die Überleitung machen, denn der erste Buchstabe im Alphabet ist das A. Und wir schreiben das Jahr 1980 und in diesem Jahr hat eine Band, die mit A anfängt, die man im Plattenladen eigentlich immer direkt unter A findet. Als allererstes, die Rede ist nämlich von AC/DC. Easy Deasy. 1980 hat AC/DC ein Album rausgebracht namens Back in Black. Mhm. Und Back in Black heißt es, weil das Album kam im Juli raus und im Januar 1980 ist der Sänger Bon Scott tot in einem Auto aufgefunden worden. Und die haben ein Jahr vorher die Highway to Hell Platte rausgebracht und hatten damit eigentlich so den endgültigen kommerziellen Durchbruch. Und
nach dem Tod von Bon Scott sind eigentlich alle davon ausgegangen, das ist jetzt auch das Ende von AC/DC. Und rückblickend ist das eigentlich schon eine krasse Geschichte. Die haben dann, ich glaube, 2 Monate nach Bon Scotts Tod haben sie dann schon einen neuen Sänger gefunden. In dem Fall war es Brian Johnson, den kannten die schon, weil der Sänger in einer anderen Band war. Man kannte sich. Und haben dann mit ihm relativ schnell das Songwriting begonnen. Es ist auch nicht so hundertprozentig klar, ob Bon Scott noch schon Texte geschrieben hatte zu Back in Black. Das ist nicht so richtig klar, ob es da schon Texte gab. Am Ende haben die dann im Grunde ein halbes Jahr später Back in Black rausgebracht und das ist das erfolgreichste Album von AC/DC und eins der erfolgreichsten Rockalben aller Zeiten. Fängt an mit einem Song namens Hell's Bells und der Rest ist Geschichte. Es ist ein geiles Album und gewidmet war es halt auch Bon Scott und deshalb sind sie halt zurück in Schwarz. Und der Titel hat natürlich diese besondere Bedeutung. Es ist ein Album, was ja, wir kennen das ja alle, wie viele großartige Bands es gab, wo dann der Sänger, also häufig die Visitenkarte einer Band ausgestiegen ist und danach ist diese Band irgendwie ja in die Egalität irgendwo entschwunden. Also es war einem dann auch wurscht eigentlich, was diese Band dann noch rausgebracht hat. Und bei AC/DC war das eben nicht so. Also die haben dann tatsächlich mit Back in Black nochmal so einen richtigen Hammer rausgebracht. Und deswegen habe ich mich für AC/DC Back in Black entschieden. Und ich habe AC/DC vor Jahren mal live gesehen in der Arena auf Schalke und muss sagen, das war auch eins meiner Top 5 Live-Konzerte. Also wirklich, es war unfassbar. Echt jetzt? Und das in der Arena? Richtig gut. Richtig geil. Auch sau teuer wahrscheinlich, ne? Wo wir gerade über teure Konzertpreise gesprochen das haben. Das Witzige ist, also es ist schon Jahre her, dass ich glaube, ich habe damals so 80 Euro bezahlt, habe dann aber noch bei WDR2 im Radio 2 Tickets gewonnen und habe davon dann 1 verkauft und 1 verschenkt, also hatte ich meinen Ticketpreis wieder drin. Da wurde ich tatsächlich auch in die Live-Sendung gestellt und musste dann eine Musik-Quiz-Frage beantworten und habe die dann beantwortet und dann konnte man sich halt Karten für ein Konzert aussuchen, was von WDR2 präsentiert wurde und dann war unter anderem auch AC/DC mit dabei und dann habe ich mir für AC/DC dann 2 Tickets Welche Frage hast du denn beantwortet? Weißt du das noch ungefähr? Es war nicht eine Frage aller, das wievielte Album, bla bla bla, sondern die haben so eine Art Hörspiel abgespielt und innerhalb dieses Hörspiels war ein Soundschnipsel aus einem Song drin. Und das haben die immer wieder gemacht. Und man musste dann anrufen und sagen, aus welchem Song dieser Schnipsel denn war. Und das habe ich dann erraten tatsächlich. Oder ich habe es gewusst. Und auf die Playlist, auf die Weißt du noch, welcher Song das war? Das war eine norwegische Sängerin, Maria Mena heißt die. Hat eigentlich eine ganz coole Stimme. Ich kann mir ganz schwer Zahlen merken und auch viele andere Dinge schlecht merken, aber so Musik und Titel und sowas kann ich mir irgendwie immer gut merken. Und es war dann auch so, dass die Moderatorin zu mir meinte, ist richtig, was für Karten wollen sie denn haben? Ich sage, ja, AC/DC. Und dann sagt sie, ja, wie passt das denn jetzt zusammen, ne? Jetzt hier gerade den Popsong von so einer norwegischen Popsängerin erraten und der AC/DC. Aber für sowas habe ich irgendwie ein Gedächtnis. Ich weiß nicht warum. Auf die Playlist kommt allerdings Shoot to Thrill von AC/DC von der Back in Black Scheibe. Nicht schlecht. Auch, Begräbnisalbum fast schon, ne? Eigentlich. Ja. Das ist genau das. Auf solche Geschichten wollte ich hinaus. Ja, das Schöne ist ja natürlich, wenn ich sage, dass ich AC/DC live gesehen habe in der Arena auf Schalke. Ich als Schalke-Fan habe früher auch immer auf den Schalke spielen. Das haben sie bis vor einigen Jahren gemacht. Die beiden Torhüter eingelaufen sind, lief immer Hell's Bells tatsächlich. Ja, richtig, richtig. Sehr passend eigentlich. Schön. Du warst ja schon häufiger im Radio als Gewinner von Radio-Quiz. Ja, tatsächlich. Möchtest du noch mehr erzählen? Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ne? Dass ich habe bei 1 Live, da gab es immer dieses Liebesgrüße vom Kollegen, wo man sich Songs wünschen konnte. Da war ich schon zweimal dabei. Und bei 1 Live habe ich mal ein Fan-Package von dem Film Ghost Ship gewonnen. Und du hast mal einen TikTok-MP3-Player gewonnen. Bei TikTok habe ich mal bei einem Gewinnspiel mitgemacht, das war aber nicht im Radio und da habe ich dann einen iRiver MP3-Player gewonnen. Und bei der Screen Fun, dieser Computerzeitschrift, habe ich mal einen Tomb Raider
Mauspad gewonnen. Also entweder du machst sehr viele Gewinnspiele mit oder du hast einfach nur Glück. Damals ja. Ich hab, genau. Heutzutage nicht mehr? Manchmal mache ich das noch. Manchmal mache ich das noch tatsächlich. Ich hab ja Telefonrechnung von irgendwie 500 Euro. Ja, aber mit TikTok durch das Goldschub-Paket, das war's. Vor allem, als mich da so ein Typ anrief, hi, hier ist der Nico von TikTok. Ich wollte nur sagen, du hast gewonnen. Und ich dachte, das wäre halt einfach ein Fake. So. Weil ich komme ja nicht mehr dran erinnern. Ein paar Tage später hatte ich dann diesen iRiver MP3-Player. Es gibt ja so Webseiten, da kannst du ja sammelweise, du zahlst einmal was und dann machst du bei allen Gewinnspielen, ja, genau, die also sind, ne? Und dann kam irgendwann so ein riesiges Paket halt irgendwie bei uns zu Hause an. Also einmal hatten wir irgendwie so Pflegeprodukte oder sowas gewonnen, keiner konnte sich daran erinnern, da an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Und einmal kam so ein riesiges Paket an, ne? Irgendwie aufgemacht oder so ein Barbie-Spielhausring. Weißt du, denkst du dir halt, oh ey, woher kommt das, was ist das? Und dann irgendwie festgestellt an der Briefe, dass das halt irgendwie so ein Gewinnspiel war. Wo wir das mit Hauptsache eure Namen, Adressen, Vorlieben sind jetzt bei 3000 Firmen im Register. Ja, genau, wir haben gewonnen. Ja, dein Album Back in Black von Easy Deasy, dann wäre ja ich dran und ich habe, obwohl das ja eigentlich ein Thema war, das ich ausgesucht habe, habe ich mich trotzdem fiel's mir mal erstaunlich schwierig, weil ich dachte, es muss doch irgendwie ein Album geben, was besonders witzig ist vom Titel her. Und mir ist nichts eingefallen. Und dann habe ich einfach so darüber nachgedacht, was kann denn so ein Albumtitel noch sein? Und da ist mir ein Album aufgefallen, das wo ich den Albumtitel aber nie vergessen werde. Es gibt ja auch so Alben, da vergisst man den Albumtitel, weil, was weiß ich nicht, obwohl man das Album vielleicht ganz gut findet, man vergisst den Titel. Da ist mir eine Band aufgefallen, die ich sehr, also extrem gut fand und bis heute finde, die sich leider aufgelöst haben, und zwar geht es um Warning, die britische Doom-Metal-Band. 2007 wären wir ja fast mal gemeinsam zu einem Warning-Konzert gefahren, ne, Freddy? Du hast irgendwie kurzfristig abgesagt, du erinnerst dich an das? Das kann sein, ja. Ich habe Warning noch irgendwann mal gesehen. Ich glaube, das letzte Konzert von Warning in Norwegen. Ah, krass. Ja. Ich habe die 2007 zusammen mit Pagan Alter auf dem Hell's, war das ein Hell's Pleasure? Ich weiß es nicht mehr. Oder war es schon, wie hieß kann das? Kann sein, davor, ja. Ich, da wollten wir zusammen hinfahren, da hat es nicht geklappt. Stimmt. Da habe ich die das erste Mal gesehen und das Album oder ein Titel um das Album, um das es geht, das ist ein Album von 2006 und das Album heißt Watching from a Distance, der gleichnamige Song von dem Album. Und das ist so ein Gesamtpaket, also der Titel passt also wie fast auf Auge. Ja, ein philosophischer Titel, ne? Ja, also ich habe heute nochmal die Texte gelesen, beziehungsweise den Text auch zu dem Track dazu und dachte so, irgendwie hatte ich viel mehr so in Erinnerung, dass da viel mehr Text drin war, und das ist relativ wenig und so, aber auch sehr einprägsam durch den Gesang von Patrick Walker und das ist so ein Gesamtpaket, ne? Also die Musik, dieser Albumtitel, und ich finde halt auch das Cover, das trägt noch sehr viel dazu bei, und auch der Sound von dem Album, der wird sehr gut durch den Albumtitel getragen, ne? Also das Album ist ja produziert worden in den Rosenquarz-Studios, die sehr bekannt sind auch, ne? Und hat so ein sehr, also mit viel Hallen Sound und sehr ist eine sehr melancholische, langsame Musik natürlich und sehr melodiös, und das wirkt alles so total weit weg aufgenommen irgendwie und gleichzeitig aber auch sehr nah dran. So. Und wenn man das Album so hört, habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, man beobachtet das aus der Distanz. So, es ist halt irgendwie kaum greifbar. Also für mich ist das wirklich eines der besten Alben, die je rausgebracht wurden. Ich mag das einfach sehr gern und kann es bis heute auch immer noch hören. So ein Gefühl habe ich bei dem Album Metal von Pink Floyd so ein bisschen. Also so diese Distanz irgendwie, aber irgendwie ist es doch noch dran und also ist schon Wahnsinn, was so, ja, so Heileffekte und sowas auch quasi ausmachen kann, ne? Ja. Um was es bei dem Text von dem Song geht übrigens, ist, also dass jemand eine Beziehungsgeschichte ist, oder also man weiß jetzt nicht, ob es eine Liebesbeziehung ist, aber halt irgendwie eine menschliche Beziehung, und man beobachtet die Beziehung aus der Ferne und guckt sich das nochmal an, wie ist das denn jetzt, wo ich jetzt nicht mehr so nah an diesen Menschen dran bin, und stellt halt fest, dass es irgendwie uncool ist, aber auch gleichzeitig cool, und dass dieser Mensch ja aus der Entfernung ganz anders aussieht, vielleicht als aus Nahen, und viel schöner vielleicht auch und so. Also so habe ich das interpretiert.
Und ich finde, das beschreibt das Album auch sehr gut. Also es geht sehr viel um Beziehungen in dem Album. Auch um Liebe und obwohl das ein bisschen kitschig ist vielleicht auch, aber das wird so gar nicht verkitscht in dem Album. Und der Titel ist einfach sehr, sehr passend. Ich habe mir dann auch mal irgendwie das Cover angeguckt und dachte, was soll mir das Cover auch sagen? Ne? Also um das so nochmal zu beschreiben, es geht, also man sieht da drauf einen Menschen, der irgendwie einen Hügel oder einen Berg hochgeht und so ein Paket auf dem Rücken hat und so gebeugt läuft. Ja, so Sisyphos, ne? Ja, genau, sowas in der Art, ne? Und wie der so einen Hügel hochgeht und man denkt, also meine erste Interpretation war, das war irgendwie so ein, ja, Bauer, ja, der jetzt irgendwie Heu oder so auf dem Rücken hat, weil das auch so ein bisschen so aussieht. Und ich habe da mal gegoogelt, was eigentlich auf dem Cover drauf ist und woher das kommt. Und das ist aus einer britischen Buchreihe, die sich mit, also die verschiedene Thematiken haben. Und das sind so ein bisschen die Was-ist-was-Bücher der Grusel- und Schauergeschichten. Also es gibt ein Buch, da geht es um Vampire, glaube ich, oder sowas. Und es gibt eins, das heißt Tales of Terror, also die Buchreihe heißt The Enchanted World und Tales of Terror. Und das ist ein Buch, in dem Kurzgeschichten, also aus verschiedenen Kulturkreisen mit Horrorhintergrund, also gruselige Kurzgeschichten, die man sich so am Feuer erzählt, beschrieben werden und gleichzeitig bebildert werden. Und da kommt dieses Bild her. Und wo ich mir dachte, ey, wie kommt man da dran? So, ne? Also wie kommt man genau darauf, dieses Bild nehme ich jetzt für mein tiefgreifendes Doom-Album so. Ich muss aber sagen, dass das ja ein sehr prägnantes Bild ist. Also erstmal ist das Album ja an sich ja so eine Art Meilenstein, ne? Kann man schon sagen. Ja. Und es hat ja sehr viele Fans und ich finde, viele schaffen es nicht ein prägnantes Albumcover zu wählen, einfach weil viele auch darauf verschärft sind, das muss das beste Bild der Welt sein. Ja. Und das ist es ja eben nicht. Ja. Und es ist eben auch eher so stark interpretationsfähig, aber meistens sind ja die Albumcover die eigentlich interessanten, weil du da super viel reininterpretieren kannst. Ja, und guck mal, wir haben schon super lange drüber gesprochen. Ich habe da Sisyphos drin gesehen, du hast einen Bauer gesehen, der Heu trägt. Ich weiß gar nicht, was das im Endeffekt und war. Und es ist einfach traurig. Ich finde es einfach todtraurig, dieses Bild. Ja. Passend zu dieser Musik. Dieses Album werden einige von euch da draußen ja kennen. Leute, die es nicht kennen, da muss man vorher wirklich eine Warning rausgeben. Es ist wirklich ein sehr gefährliches Album, finde ich, weil es gibt nicht viele Alben, die das mit mir gemacht haben, was eben dieses Album mit mir gemacht hat. Und das ist unfassbar todtraurig schöne Musik. Ich weiß auch gar nicht, es gab davor und danach auch nichts mehr, was so war, ne? Also was so in diese Sparte reingeschlagen hat, was so als Gesamtwerk, also ich meine, der Vorgänger von dem Album Strength to Dream finde ich nicht im Ansatz so gut wie dieses Watching from a Distance Album. Und auch die 40 Watt Sun Sachen, die später, also Patrick Walker. Auch gut, aber nicht im Ansatz so gut wie dieses Watching from a Distance Album. Watching from a Distance, fick dich einfach. Ja, es ist auch unglaublich gut gealtert, ne? Ja. Also man kann es halt immer noch sehr gut hören. Ich habe es halt wirklich, eine Zeit lang lief das die ganze Zeit rauf und runter, ohne Pause, ne? Und ich weiß noch, wo wir mal extra nach Holland gefahren sind, an Arsch der Welt, weil da 40 Watt Sun gespielt haben. Ja, ja. Und die Nachfolgeband. Die Nachfolgeband. Und dann sind die von der Bühne gegangen. Das war auch keine richtige, also ganz komische Location. Ganz seltsam, ja. Und es waren eigentlich auch, glaube ich, nur 40 Leute im Publikum, aber das... man hatte nicht das Gefühl, dass die weniger Bock dadurch hatten oder so. Nee. Es war eigentlich ziemlich geil und es war auch mega Aktion, weil wir haben mit Eraser ein Konzert gespielt. Du hast uns an der Zeche Karl abgeholt, wir sind ins Auto gestiegen, Katte und ich damals, und sind dann ab nach Holland. Und dann haben die als Zugabe dann eben den Warning-Song Footprints gespielt. Ja, der größte Klassiker von der Welt sozusagen. Irre. Da haben ich glaube, fast alle geheult, ne? Ich werde auch, also es gibt zwei Geschichten noch dazu, die ich gerne erzählen würde. Als ich die 2007 das erste Mal gesehen habe und haben die halt ihr Set durchgespielt und es war mitten am Tag halt so, ne? Und für mich war das so, also der Hauptgrund mit Pagan Alter da hinzufahren und so, ne? Es war mitten am Tag und da stand relativ weit vorne auch und hab mir die Band halt das komplette Set angeguckt und war vollkommen begeistert.
Und dann waren sie halt fertig und du denkst halt so, ach, ne, und super, und die haben so langsam abgebaut oder sowas, oder Patrick Walker hat sich nur bedankt und irgend so ein Typ von hinten, play Footprints again. Das war halt irgendwie so, ne, das hat so, also die Stimmung war halt so, also nicht gedrückt, aber es war halt so eine melancholische Stimmung, und jetzt hat man was ganz Besonderes live gesehen, ja, und dann schreit halt so ein Typ da dazwischen, und das ist halt trotzdem geil halt, ne. Ja. Und die zweite Geschichte ist, ich war mal bei einem 41 Sun Konzert, wo die, was haben die da? Ich glaube, die haben ihr komplettes Album, das war so geil, da haben die auf den Hammer of Doom, haben die einfach ihr komplettes neues Album gespielt, was noch nie jemand davor gehört hat. Ja, das ist ja auch so geil arrogant, ja. Wir gehen auf die Bühne und spielen einfach unser komplettes neues Album. Keine Ahnung, ja. Und haben ihr komplettes Album gespielt, und ganz vorne in der ersten oder zweiten Reihe stand so ein Gothic Girlie, und das hat die ganze Zeit geweint. Vom ersten Ton an. Geil. Ja. Und die haben auch, glaube ich, nochmal mit Warning nochmal so eine Revival-Show einmal gemacht. Ja, ich glaube, so eine Tour. Die haben auf dem Hammer of Doom dann nochmal als Warning, und dann haben sie die komplette Watching from a Distance runtergerotzt halt, ne? Und das war auch ziemlich krass. War auch gut. Der Song, den ich natürlich für die Playlist nehmen würde, weil es einfach auch der Song von dem Album ist, für viele Leute, ist der kürzeste Song auch, Footprints, vom Album Watching from a Distance von der Band Warning. Ihr habt das IoT, ihr habt das Top-3-Thema ja so ein bisschen ernst genommen. ich dachte, hast du mir Wildcards so, jetzt oder was? Ich dachte mir so, okay, das ist ein echt schwieriges Thema, weil zum einen, ich vermeide es jetzt immer von den Themen her immer, mir Bands auszusuchen, die ich generell sowieso immer höre, sonst würde ich ja immer von denselben Bands sprechen, und ich hätte dann sowieso gesagt, ja, besser Albumtitel Pleasure to Kill, da gibt es nicht zu viel zu diskutieren, es macht aber einen guten Albumtitel draus, wenn das Album gut ist, also man kann es nicht voneinander loslösen. Da habe ich gedacht, so scheiße, ja, du kannst jetzt nicht irgendwie deine Top 5 Thrash Metal Alben aufzählen, dann wird es ein bisschen irgendwie monoton, und das kannst du auch fast jede Folge machen, irgendwie Lieblingscover und was weiß ich was alles, und da habe ich gedacht, so ja, suchst dir mal Sachen raus, die ungewöhnlicher sind, wo du den Albumtitel einfach gut findest, weil sie originell sind, und ich habe quasi so eine freie Themenwahl draus gemacht. Jupp, mach was du willst, also. Ja, mir doch egal. Ich höre mir den Podcast eh nicht mehr an. Ich habe mir die Band Death Breath rausgesucht, die ich erst kürzlich entdeckt habe. Kenne ich. Top. Kennt ihr beide? Ja, klar. Death Breath ist super. Ja. Top. Ja. Total cool. Ja, mega geil. Dann, eine Death Metal Band, ja. Kennt ihr auch das Album. Wurde 2005 erst gegründet und ist quasi, kann man schlecht sagen, Nachfolgeband. Ist eine Band, die so im Stile von Nihilist / Entombed spielt, ist eigentlich so sehr trashiger Death Metal. Oldschoolig halt, ne? Oldschoolig, thrashig gespielt, würde man sagen. Einer meiner geheimen Favoriten, Rune Magic, Musiker, spielt da auch mit, Robert Pearson, und ehemals da auch Gitarrist bei Rune Magic, und ein Schlagzeuger von Entombed. Und das Interessante ist, von dieser Band ist auch nur dieses eine Album erschienen, sondern nämlich das Album mit dem Titel Stinking Up the Night. Und ich finde den Titel besonders originell, weil die Band heißt ja auch Death Breath, und auf dem Albumcover ist quasi irgendein düsteres, irgendwie Zombie-Gesicht zu sehen, was Mundgeruch anscheinend hat. Genau. Aber ich finde auf jeden Fall das ganze Album durchweg gut, und ich habe mir den Songtitel Heading for Decapitation rausgesucht, aber das ganze Album ist eigentlich nur gespickt mit Hits, und ich finde es sehr originell, und es ist so ein Album, was ich einfach den Death Metal Fans unter euch nahe bringen möchte. Ich bin jetzt fast enttäuscht, dass ihr das beide kanntet, aber okay. Aber Stinking Up the Night ist doch irgendwie auch, ist da, weißt du, dann hast du, was ist ja auch eigentlich in Anführungsstrichen. Du musst dich auch erst mal trauen, ne? Ja, man muss sich, das ist so wie Morbus Crohn, und das habe ich ja schon mal gesagt, mit Creepy Creeping Creeps, ne? Das ist halt schon so richtig Panne halt, aber die haben sich halt getraut, ne? Und es ist auch okay, es ist auch vollkommen okay, weißt du, ich kann mit Creepy Creeping Creeps kann ich sehr gut leben, ja? Aber,
Es gibt ja viele so, weil das Ding ist, glaube ich, dass Death Breath ja nicht eine humorvolle Band sind, ne? Nee, auf keinen Fall. Überhaupt also, nicht, ne? Also sie machen ja keine Witze oder was, ne? Also sondern eigentlich eine ist auch keine Motor, ist auch gar keine humorvolle Musik, ist aber sehr geil gespielter Metal. Ja. Und es geht die ganze Zeit nach vorne, ist auf die Fresse, der Sound ist sehr oldschoolig. Da kann man überhaupt nichts dran aussetzen und es ist auch, sag ich mal, nicht einer dieser 3000 Copycats Swedish Death Metal Bands, sondern ja, wirklich was Originelles und ja, er ist kürzlich entdeckt und super Ding. Top. Hört mal rein. Sehr cool. Wir schreiben das Jahr 1995. Meine Freundin ist weg und bräunt. Einmal musst du den bringen, ne? In der Südsee? Ja, vor allem, das ist auch noch das falsche Jahr, ne? aber wir schreiben das Jahr 1995 und eine Band stürmt die Charts mit einem Song namens Sie ist weg. 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 Und ich bin wieder allein. Weg kommt nicht dreimal, es kommt nur zweimal. Ja, Entschuldigung. Die Rede ist natürlich von den Fantastischen Vier oder Fanta Vier. Die haben ja zwischendurch ihren Namen gewechselt. Der Albumtitel, und das ist der Aufhänger des Ganzen, lautet Lauschgift. Und das ist ja ein super funny Titel, oder? Ja. Das ist so wie in der Podcast-Szene, wo jeder Podcast meint, okay, wir brauchen einen Namen für den Podcast, das muss immer ein Wortwitz sein, uns eingeschlossen, aber es ist ja wirklich so, ne? Ja. Tatsächlich habe ich zu diesem Album so gut wie gar keinen Bezug, aber Sie ist weg und 1995, da war ich 6 Jahre alt und meine Eltern hatten die Single von Sie ist weg und der Song hat mich damals schon übelst umgehauen. Ja. Ich finde, der Beat ist geil, die Samples sind geil, das Instrumental ist geil. Auch eigentlich voll Oldschool-Hip-Hop-mäßig so, ne? Hyper Oldschool, aber wenn ich ihn heute höre, finde ich ihn immer noch qualitativ gleich geil wie damals. Also Sie ist weg, ist einfach ein guter Song. Und ich meine, und das kann auch fast jeder Typ irgendwie nachvollziehen. Es geht ja irgendwo am Ende des Tages um eine Frau, die man nicht so richtig geschätzt hat, die dann weg ist und dann vermisst man sie. Ja. Und das kennen ja viele Leute und deswegen ist dieser Song auch so treffend und es gibt ja auch dieses Zitat irgendwie blablabla, welcher Film auf dieser Welt einen Oscar erhält, in dem die weibliche Hauptrolle fehlt und so und, das ist einfach ein Song, den ich unfassbar gerne mag und der ist auch auf meiner privaten All-Time-Playlist immer mit dabei und ich finde das auch ein Song, den kannst du auf einer Party spielen. Dieser Beat ist einfach so, der atmet irgendwie die 90er, aber ist irgendwie auch so, ja, es ist Retro, aber es ist nicht so altbacken irgendwie. Also irgendwie hat dieser Song es geschafft, so eine Mischung zu finden. Und Fanta 4 muss man ja sagen, die haben ja irgendwie 3 Jahre zuvor es geschafft, als allererste deutsche Sprechgesangsband einen Charterfolg zu erlangen mit Dida. Ja. Und das wird natürlich heute von der ganzen Deutschrap-Szene und so weiter, interessiert das kein Schwein mehr. Ja, genau. Aber wenn man mal überlegt, und ich habe mir das heute mal überlegt, dann bist du 1992 und im Radio läuft ein Song wie Dida. Ja. Und mal ganz ehrlich, was das mit einem gemacht haben muss, nicht mit jedem. Ja. Und wie viele Leute sich wahrscheinlich auch, und die es heute nicht zugeben werden, gesagt haben, war cool, so Sprechgesang. Ja. Das, vielleicht nicht mal das, sondern einfach, das ist, glaube ich, für viele auch so der erste Kontakt mit deutschen Rap gewesen halt, ne? Ja. Also so mit deutschen Hip-Hop und deutschen Rap oder deutschsprachigen Rap. Definitiv, das wird für die meisten, man sagt, Advanced Chemistry waren davor noch mit dem ersten Release, aber Fanta 4, die waren ja, glaube ich, sogar in den Top 5 oder Top 10 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und ich habe mir das heute so vorgestellt, weil man denkt so, ja, 90er, bla bla. Aber es ist einfach arschlange her. Es ist arschlange her und wenn man sich heute die da anhört, dann hört man das immer mit so einem Augenzwinkern. Ja, natürlich. Naja. Pfeifen und so. Aber hey, die haben dann eine Geschichte erzählt und man konnte der Geschichte folgen irgendwie. Ja. Und die haben also eigentlich total geil und total spannend und es hat bestimmt bei dem einen oder anderen so den Startschuss. Da hört man auch gerne zu, so im Radio, ne? Ja, oder? Ja. Also ich habe den Song als Kind
natürlich textlich gar nicht so wahrgenommen, aber wenn man sich dann später mal angehört hat, wenn der mal irgendwo im Radio läuft auf einer Party, dann ist man so, ah, jetzt will ich aber wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. Also es geht ja im Grunde, dass da zwei von ihrer On-Off-Freundin oder von ihrer Bekannten erzählen, die dann aber in die Zeit, wo sie dann irgendwann merken, ach so, die haben die gleiche Freundin irgendwie. Ja. Und ist doch eigentlich eine witzige Idee und gehört irgendwie auch zur deutschen Musikgeschichte einfach dazu. Definitiv. Und das ist auch okay so. Und deswegen packe ich aber meinen Lieblingsfantastischen Vier oder Fanta 4 Song Sie ist weg auf die Todgehört-Playlist vom Album Lauschgift. Auf den Namen, auf den Wortwitz muss man, ich glaube, das hat jeder verstanden. Das hat auch, ich habe letztens Antilopen gehört irgendwie, weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf kam. Ich hatte irgendwie. Die haben auch ein neues Album rausgebracht. Diesen Song über Gras. Ja. Ne? Ich weiß nicht, wie heißt der? Hast du den Titel gerade im Kopf? Song gegen Kiffer, glaube ich, ne? Ja, Song gegen Kiffer, genau. Und da habe ich den angehört und dachte, boah, ey, sowas irgendwie, ne? Zu Zeiten von Fanta 4, als die ganz groß waren, das hättest du nicht bringen können, ja. So, ne? Und ich finde es witzig, das ist so eine interessante Bewegung jetzt gerade auch im Hip-Hop, ne? Das Hip-Hop, also zumindest im deutschen Bereich, so ist so ein bisschen, also viele Interpreten versuchen sich ja von diesem Macho-Gehabe zu lösen, ja? Und diesen Macho-Hip-Hop so ein bisschen so ausschweifen zu lassen und zu sagen, ey, ich denke auch nach. Ja. Und auch viele, die halt irgendwie in den Texten, irgendwie gegen Skiffen sind. Also ich weiß nicht, das erste Mal ist mir das aufgefallen bei Peter Fox. Ich meine, der macht jetzt kein Hip-Hop, ne? Mhm. Aber der macht ja auch Sprechgesang. So. Ja. Sollte ich noch einmal kiffen, haue ich mir eine Axt ins Bein. Genau, genau. Also, ne? Damals mit Seed und so. Also. Die sprechen, also Antilopen bin ich ja ein Riesenfan und habe das neue Album natürlich auch schon im Plattenschrank stehen und bin auch tatsächlich nächstes Wochenende, also wenn der Podcast rauskommt, ist das schon 5 Wochen her, aber nächstes Wochenende in Wolfsburg auf dem Antilopen-Konzert. Ah, deswegen Wolfsburg. Ich dachte, und, ich dachte, warum ist Fredi nicht dabei? Die haben tatsächlich, ja stimmt, ne, wegen Protektor eigentlich, ne? Genau. Aber es ist in der gleichen Location. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was er da tut. Und dann, ich dachte zuerst an Fußball. Nee, es ist tatsächlich die gleiche Location, also im Hallenbad. Cool. Nur kurz, Antilopen, das neue Album mag ich sehr, sehr gerne. Es ist textlich, geht es ja auch viel um Düsseldorf, viel um das Abraxas, eine Kneipe, die hier nicht weit weg ist, wo sich ja das Betreiber-Ehepaar einen gemeinschaftlichen Suizid begangen hat, aber sie hat überlebt und das ist er nicht. Und das war eine Kneipe, wo die Band im Abgang hat. Und die haben halt diesen Anti-Kiffer-Song gemacht, wo man nicht so 1000% weiß, ist es so 100%ig ernst oder ist es auch so mit so einem halben Augenzwinkern? Ja. Nur haben zumindest 2 von 3 Mitgliedern oder noch lebenden Mitgliedern eine krasse Kiffervergangenheit. Ja. So im Sinne von als Jugendliche sich das Hirn weggekifft haben, wo die noch in der Entwicklungsphase sind. Und deswegen ist das von denen, glaube ich, schon ernst gemeint. Und die haben ja wirklich gesagt, die haben sich ja mit Nazis angelegt, also die haben ja dieses Beate Zschäpe hört U2-Song gemacht und alle möglichen anderen Sachen. Und die haben gesagt, die haben noch nie so viel Gegenwind bekommen wie jetzt mit diesem Song. Also sie meinten, der größte Shitstorm war von Kiffern. Großartig. Und dann haben die auch in dem Interview gesagt, das ist im Grunde die Fortsetzung des Songs, das, was dann im Internet passiert ist und wie die Leute reagiert haben, gehört im Grunde, ist der Part 2. Ja. Jetzt werden sie von der linken Hip-Hop-Truppe zu Straight Edge Hip-Hop-Truppe. Ja, genau, genau. Jetzt wird alles abgelehnt. Ja. Alles. Bald sind sie richtige Mönche. Ja. Das passt jetzt auch so ein bisschen zu meinem nächsten Album. Außer du wolltest noch was sagen, Freddy. Nee, alles gut. Top. Antilopen auf jeden Fall top. Und zwar Straight Edge, eine Band, die überhaupt nicht Straight Edge war, zu der damaligen Zeit, ist Circle Jerks, die Hauptband von Keith Morris, der bei Black Flag auch gesungen hat und heutzutage bei Off singt. Und Circle Jerks gehen dieses Jahr anscheinend wieder auf Tour, was ich sehr cool finde. Leider kann ich das Konzert in Köln nicht besuchen. Und die haben ein Album rausgebracht. Das zweite Album ist es nach dem Album Group Sex, was ich zuerst eigentlich nehmen sollte, weil ich schon fand, dass Group Sex ein cooler Titel war. Einfach provokativ doof, ja. Aber das zweite Album heißt Wild in the Streets und kam 1982 raus. Und ich finde den Titel unfassbar geil. Da bildet sich auf jeden Fall ein Bild. Ja, man hat direkt ein Bild, ja, und wenn man das Cover sieht, da drauf auf dem Cover sind halt so Punker, das ist eine Fotografie von Punkern, die, glaube ich, in Los Angeles auf den Kameramann zulaufen, da ist auch einer von Social Distortion mit dabei, bevor die
glaube ich, richtig groß waren. Und der Titel hat, also um das kurz auszuführen, das ist Circle Jerks sind eine amerikanische Hardcore-Band halt mit Keith Morris am Gesang und die haben ein ziemliches Hit-Album mit Group Sex hingelegt und haben dann dieses Wild in the Streets-Album rausgebracht, was insgesamt in der Presse nicht so gut angekommen ist. Ich finde es vollkommen cool und ich finde halt diesen Titel unglaublich geil mit diesem Cover dazu, ja. Und das waren halt alles Kids, so, ne? Also die Circle Jerks, das waren Kids, das waren junge Typen halt, ne? Und Wild in the Streets hat nochmal eine zweite Geschichte. Und zwar war das ein Film, der 1968 rausgekommen ist. Und es war eine Dystopie, ein dystopisches Melodram eigentlich. Und der Film hatte die Headline über dem Poster von dem Film, stand: If you're 30, you're through. Wenn du 30 bist, bist du durch. Und da geht's um, in dem Film geht's um den Popsänger Max Frost. Und der spielt in den USA. Und das ist ein populärer Popsänger, ja, riesengroß. Und dann wird das, durch einen kuriosen Zufall, wird halt das Wahlrecht in den USA auf 14 runtergestuft. Und die ganzen 14-Jährigen wählen dann Max Frost als Präsidenten der USA. Und dann ist er Präsident der USA und beginnt dann mit einer Diktatur der Jungen, also der jungen Menschen. Also und dann deswegen auch dieser Titel mit If You're 30, You're Through. Also dass die Jungen die Welt regieren, ja. Und das passt so wunderbar auch auf dieses Album, ja. Also ich weiß nicht, ob das die Intention auch hinter Wild in the Streets war, weil der Text ist so, der hat Elemente aus dem Song, aus diesem Film mit dabei. Auch da kommt ein Datum drin vor, aber 1962 oder 64, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Link jetzt zu dem Film darstellen sollte, aber es wirkt halt echt, also das musikalisch beschreibt es eigentlich auch perfekt, was da auf dem Album passiert. Da machen junge Leute Krach, ja. Und die sind wild und die sind ungezähmt und die sind aggressiv und die sind sauer, ja. Und die regen sich vor allem über die Alten auf. So, das passt so perfekt, ja. Und ich finde das Albumcover, dieser Titel dazu, ich habe auch, sobald ich diesen Titel auch nur sage, ja, denke, habe ich direkt diesen Refrain im Kopf. Also das ist immer wieder diese Wiederholung mit Wild in the Streets, Running, Running. Und das wiederholt sich immer wieder und sowas. Das ist so eine absolute Super-Assoziation, die ich da immer habe. Und ich kann mir genau vorstellen, wie das halt damals bei Konzerten abgegangen sein muss. Und vielleicht auch heutzutage. Und ich finde, das ist ein saucooler Titel, Wild in the Streets. Und ich würde den Titel nicht nur den Album-Titel, sondern auch den Song Wild in the Streets würde ich auf die Todgehört-Playlist packen. Wild in the Streets von Circle Jerks von 1982. Okay, sehr gut. Ich mache weiter. Ich habe mir trotzdem tatsächlich mal Mühe gegeben, einen Album-Titel rauszusuchen, den ich cool finde. Und, Stinking Through the Night. Stinking Up the Night war es gerade noch. Sorry. Nein. Reich und schön oder reich und sexy, Stil des Albums. Ich bin aber über Black Breath nochmal, ich habe ja World Person einfach ignoriert. Gar nicht Hammer, gecheckt. Ne? Hammer, ne? Stil des Albums ist auch super clever, ja. Ey. Sorry. Ja. ich fahre jetzt einfach mal weiter. Ja, ist gut. Ja, ich habe mich ausgelacht. Ja. Du darfst. Okay. Ich habe ja gerade von World Person hier gesprochen und er hat bei Rune Magic mitgewirkt und eigentlich Hauptprotagonist bei Rune Magic ist der gute Niklas Terrarulfsson und Rune Magic ist so eine Band, die hat eine sehr lange Historie, hat 13 Alben rausgebracht, das erste Album 98, das erste Demo 91 und 2003 ist ein Album erschienen, das heißt Darkness, Death, Doom. Und es ist wirklich eins meiner Lieblingsalben von Rune Magic, weil es ist generell, Rune Magic ist eine schwedische Death, Doom-Band, die, sag ich mal, eher Genre so geprägt hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Creator den Trash Metal oder so. Also
Für mich ist Death Doom gleich Wound Magic. Und ich finde es immer erschreckend, dass diese Band kaum genannt wird, weil 13 Alben dieses Genre durchzuziehen, ohne Ausreißer zu haben und vor allem kein schlechtes Album abzuliefern, das ist schon eine Kunst. Und hat es ganz lange nicht gegeben, die Band. Haben pausiert zwischen, glaube ich, 2008 und 2015. Und ja, letztes Jahr, wenn wir von Album von 2019 sprechen, ist auch Into Desolate Dreams rausgekommen. Habe ich auch gestern erst gemerkt, dass hier schon wieder ein neues Album draußen ist. Und selbst das ist ein Knaller ohne Ende. Gehen wir zurück zu Darkness Death Doom. Es ist teilweise sehr langsam gespielter Death Doom, ja, impliziertes Jahr. Und aber das Herausstechende ist eigentlich die Gitarrenarbeit. Es ist so gespielt, dass man denkt, man könnte es noch so gerade so noch nachspielen, aber es ist irgendwie so wirkungsvoll und sehr effektmäßig. Also die Riffs sind sehr eingängig, einprägsam, aber trotzdem super kreativ umgesetzt und man hört wirklich gerne durch die Songs durch und ich habe mir den Song ausgesucht, DDD, was wahrscheinlich auch für Darkness Death Doom steht und ich finde, der Albumtitel ist für die Band sehr ja, irgendwie sehr, sehr, sehr bezeichnend und aber man muss mal auch wirklich die ganze Diskografie herausheben. Die waren auch lange bei Century Media. Mhm. Also so Alben wie Enter the Realm of Death oder Resurrection Blood sind alle noch bei Century Media in den 90ern rausgekommen oder Ende der 90er. Also kein unbeschriebenes Blatt, heute eher unbekannter, spielen jetzt auch noch auf so eher kleineren Death Metal Festivals, aber nicht auf großen, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Würde ich mir gerne mal live anschauen, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Und als ich die damals entdeckt habe, so um 2007 rum, haben sie ja gerade aufgehört. Da war der Online-Shop noch recht lange da und ja, war ein bisschen traurig, dass es die Band nicht mehr gibt. Aber jetzt gibt es die schon. 2018 ist nur ein ganzes Album erschienen, was auch wirklich super war. Evoked from Aerosmith Sleep. Kann man sich geben. Die ganze Diskografie ist gut. 13 Alben lang. Eigentlich ein Titel, der direkt auch das wahrscheinlich die Musik beschreibt, ne? Es ist düsterer, ja, Death, genau. Metal beeinflusster Doom Metal oder andersrum halt Doom Metal mit Death Metal Einfluss. Ja, auf jeden Fall. Oder, nein, Death Metal mit Doom Metal Einflüssen, so das würde ich sagen. Was aber nicht heißt, dass die Bands auch nicht schnellere Parts hat, aber das sind nicht so Thrash Metal mäßig gespielte Parts, sondern eher so, ja, mit einer schnellen Hi-Hat. Ich weiß nicht, ob man sich was darunter vorstellen kann. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Wenn die Hi-Hat schneller gespielt wird, aber der Grundbeat langsam bleibt. Ein Albumtitel, der die Musik gut beschreibt, da kann ich eigentlich direkt weitermachen, weil auch das war jetzt so die Intention und der Eindruck, den ich jetzt bei meinem letzten Album hatte, das ich jetzt nennen werde. Und zwar schreiben wir jetzt, wir gehen ja immer weiter, wir haben 1980 angefangen mit AC/DC, 1995 weitergemacht mit Fanta 4 und sind jetzt im Jahr 1998. Kam da nicht die N64 raus oder war das 97? So um den Dreh auf jeden Fall. Nicht meine Konsole, sorry. Was ist deine Konsole? Neo Geo CD. Was ist das denn? Oder meinetwegen kannst du auch PC Engine auch. NEC, PC Engine Top. Kennst du das? Nee, noch nie gehört. Also nur von Ela habe ich das schon mal gehört. Ja. Ich finde aber, dass der Soundchip des Sega Mega Drive total unterschätzt wird. Definitiv. Ich bin auch, also ich finde Mega Drive hat auch einen super Soundchip. Und Game Gear? Ja, das war ja witzige, pass auf, jetzt kann ich ja ein bisschen Nerdwissen raushängen lassen, ne? Ja, aber erst nochmal zum Soundchip. Zum Soundchip, genau. Aber, da habe ich letztens einen Satz gelesen, während Super Nintendo Pop-Soundchips hatte, genau. Hatte der Mega Drive so sehr punkige, düstere Soundchips. Ja, auch Metal eigentlich, ne? Ja. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und beim Game Gear ist es so, der Game Gear ist ja die Handheld-Konsole, die parallel, glaube ich, zum Mega Drive rausgekommen ist. Mit Farbdisplay. Mit Farbdisplay und Hintergrundbeleuchtung. Also was noch ja vor Game Boy, ne? Lange. Naja, da müsste ich jetzt nochmal gucken, wann die beiden rausgekommen sind. Da bin ich jetzt nicht firm genug. Aber auf jeden Fall deutlich besser als der Game Boy sozusagen von der technischen
Menschen werden aus. Also der kam in Japan 1990 raus. Und der, also der Game Gear, der Game Boy kam, glaube ich, 89 raus, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja, aber der Game Boy hat ja keine Hintergrundbeleuchtung. Genau, ne, eigentlich irre, ja. Der hatte keine Hintergrundbeleuchtung, war aber deutlich erfolgreicher, weil, ich weiß gar nicht warum eigentlich, ne, also einfach, weil es besser funktioniert hat, weil die Batterie einfach länger gehalten hat. Das war auch so ein Element, was halt total wichtig war, weil bei dem Game Gear hat die Batterie nicht so lange gehalten. Und was interessant ist beim Game Gear, es war eine Handheld-Konsole, ja, die 1990 rauskam. Und ein paar Jahre davor kam ja von Sega schon die erste Konsole, also der SG-1000, der in Deutschland nie angekommen ist, aber der Mark III sind auch nicht in Deutschland angekommen, aber die erste international erfolgreiche Konsole von Sega war ja der das Sega Master System. Und das Sega Master System hatte in Europa ziemlich große Erfolge, in den anderen Ländern und Regionen nicht so sehr, witzigerweise in Brasilien noch, out of nowhere. Und der Game Gear war besser als das Master System von den technischen Werten. Und es gibt einen offiziell von Sega vertriebenen Adapter, da konntest du Master System Spiele, also Spiele, die du am Fernseher gespielt hast, auf dem Game Gear spielen. Richtig geil. Weil dieser Adapter muss wohl riesig gewesen sein, oder? Geht so, ich habe den zu Hause stehen, ich hab ja natürlich alles. und ja, was auch witzig war, eine kurze Anekdote noch, der Game Gear hatte einen TV-Empfänger. Also der kam serienmäßig beim Game Gear, war der mit dabei sozusagen, wo früher halt Tetris dabei war beim Game Boy, oh, ne? Ja. War halt beim Game Gear halt dieser TV-Adapter plus halt Columns, der Tetris-Killer haben sie den genannt, aber war leider nie ein Tetris-Killer. Und ja, TV-Adapter, die sind heute natürlich überhaupt nicht mehr zu benutzen, ne? Weil es kein Signal mehr empfängt. Da lief DVB-T drüber, oder? Nein, wie? Nein, ich weiß gar nicht, wie das früher hieß, das Fernsehformat, also keine Ahnung. Ich weiß das alles noch, weil ich hatte damals Freunde, die hatten so ein Game Gear. Ja. Und ich durfte auch ein paar Mal spielen. Und es war damals eine unglaublich gute Handheld-Konsole. Viel zu groß, viel zu schwer und leider. Groß, schwer, aber das Display, das war super und die Farben waren richtig intensiv. Und das hast du noch falsch erwähnt. Die Beleuchtung war richtig geil. Also es war. Also wenn man heutzutage über, ne, also in seinen kindlichen Fantasien zurückdenkt, ne, also für mich ist ja. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft daran, wie ich das erste Mal Tomb Raider gespielt habe und für mich war das fotorealistische Grafik. Das waren echte Menschen, die da rumliefen. Ja, und die Dinosaurier und die Wölfe waren für mich fotorealistisch, ja. Ja, und Lara Croft hatte irgendwie Polygon-Titten, irgendwie dreieckig ohne Ende. Das, übrigens waren die nur so groß, weil die sich mit einem Wert vertan haben, glaube ich. Und dann haben sie es einfach so gelassen. Irgendwie. So, jetzt, Entschuldigung, das war der kurze Ausflug. Auf jeden Fall, der Mega Drive hat einen super Soundchip. 1998 kam, glaube ich, auch dieser Song raus. I get no dough. I love it. I love it. Let me know. I get no dough. White Set Fred. Nein, das ist Huber. Oh, wir packen es auf die Playlist. Das ist. Nein, doch, packen doch, wir doch, nicht. Die haben so einen ganz komischen Titel. Egal. 1998 in Norwegen gab es eine Band namens Immortal. Die haben in diesem Jahr ihr fünftes oder sechstes Studioalbum rausgebracht, At the Heart of Winter. At the Heart of Winter ist mein absolutes Lieblings-Immortal-Album und vielleicht sogar eines meiner Top 10 Extrem-Metal-Alben. Wenn man überlegt, dass sie ein Album vorher Blizzard Beast rausgebracht haben, was für mich nicht wirklich hörbar ist, muss ich sagen. Also ich kann es mir echt nicht anhören. Warum habe ich At the Heart of Winter gewählt? Das war das erste Album tatsächlich ohne Demonas, ne? Also Demonas, der Gitarrist, der auch eigentlich auch total krank oder super traurig, hatte so eine krasse, wohl chronische Sehnenscheidentzündung, dass er keine Gitarre mehr spielen konnte und hat die Band dann praktisch als Gitarrist verlassen, aber ist als Texter und im Managementbereich tätiger Mensch geblieben. Mhm. Also bestand die Band eigentlich nur noch aus Abath, der dann Gitarre und Bass eingespielt hat, und Hawk, der die Drums eingespielt hat. Das Album wurde aufgenommen im Abyss-Studio von Peter Tektren. Und ich hasse übrigens Leute, die Peter Tektren sagen, ne? Also wie kann man zu jemandem, der aus Schweden kommt, sagen Peter Tektren?
Also, kommt er denn aus Schweden? Ja. Ja, okay. Ja. Weil norwegische Band und so. Ja, die haben das Album auch tatsächlich halt bei ihm in Schweden aufgenommen. Okay, alles klar. So wie auch übrigens das letzte Album, was erschienen ist vor 2 Jahren, was ja eins meiner Top-Alben von vor 2 Jahren waren, Northern Chaos Gods, da haben sie es auch bei Peter Tech dran aufgenommen. At the Heart of Winter hat nicht mehr so viel mit Immortal zu tun, wie man sie bis dato kannte. Hat ein bisschen weniger Black Metal, dafür mehr, gerade im Vergleich zu Blizzard Beast, also was für ein übelster Kontrast. Hat aber im Grunde mehr klassische Heavy-Metal-Elemente. Und der Titel in Verbindung mit dem Cover-Artwork, wo viele sagen, das ist kitschig und hässlich, ich finde es nicht, in Verbindung mit der Musik, ist für mich eine perfekte Symbiose. Also, wer sich da nicht irgendwelche krassen Eisberge vorstellt, also der hat einfach keine Vorstellungskraft und keine Fantasie und hat auch kein richtiges Empfinden. Ja. At the Heart of Winter haben wir auch, Freddy, auf vielen Autofahrten auch mit der Band oft gehört. Es ist so ein Album, das einen richtig aufpeitscht, atmosphärisch oberaffengeil. Für mich das beste Immortal-Album überhaupt. Und deshalb habe ich mich für At the Heart of Winter entschieden, weil für mich halt, wie gesagt, Titel mit dem Albumcover, mit dem Sound des Albums einfach perfekt zusammenpasst und für mich ein perfektes Gesamtbild ergibt, wie aus einem Guss im Grunde. Mhm. Und deshalb packe ich auf die Todgehört-Playlist den Titeltrack des Albums At the Heart of Winter. Hammer. Ja, also ich habe es mir heute auch nochmal, ich habe es schon eine gewisse Zeit nicht mehr gehört und habe es heute mir nochmal angehört. Und ich kriege immer noch eine leichte Gänsehaut. Puh, ich bin ja nie mit Immortal warm geworden, ne? Also selbst. Auch nicht mit dem Album? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Es ist ja schwer mit der Zerhardware-Filter. Ja. Eben, du solltest ja auch eher kalt werden. Aber. Boah, meine Fresse, das hat hier, Das hat jetzt echt, ich habe das gar nicht gecheckt und ich dachte so, warum lachen die jetzt, ja? Grins, grins. kalt. Ich bin nur mit Ei warm geworden tatsächlich. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich hier. Aber das Ei-Album, also für alle, die es nicht wissen, ein Nebenprojekt von Abath, dieses Ei-Album Between Two Worlds heißt es, glaube ich. Genau. Ist unfassbar geil. Ja. Unfassbar. Ich kann mich an eine Autofahrt nach Belgien erinnern, wo du das komplette Album mitgesungen hast, Ela, ob man wollte oder nicht. Du hast nicht nach unserem Einverständnis gefragt. Es ist obergeil. Aber es ist ja zuletzt, also der Kopf der Band ist ja zuletzt aufgefallen, dass er mit seinem Solo-Projekt Abath auf Südamerika-Tour war und kurz vorher einen Gitarristen rausgeschmissen hat vor dem Gig und dann auf den Gig dann halt bestreiten wollte, nur mit einer Gitarristin, die ja auch bei Triumph of Death spielt. Und mittlerweile ja auch nicht mehr dabei genau, ist. Genau, also bei dem Hellhammer Tribute und auch da irgendwie rausgeschmissen wurde, ganz komisch. Und da war er so besoffen, dass er den ersten Song irgendwie schon irgendwie nochmal neu ansetzen und irgendwie, und irgendwann ist er ins Publikum gefallen und dann hieß es, er müsste jetzt Entzugstherapie machen. Aber irgendwie ist er ja doch wieder auf Tour. Also so lange war die Therapie dann nicht. Aber es wurden ein paar Also die Südamerika-Tour wurde dann abgebrochen, aber genau, es wurden Konzerte seiner Motorhead-Coverband abgesagt, ne? Bombas. Ja, genau. Genau, ich muss da sagen, auch die, ich glaube, es gibt 2 Abath-Alben, die kann man eigentlich fast komplett im Müll schmeißen. Echt? Also interessiert mich ein Scheißdreck, auch wenn ich dieses Video sehe, wenn der eine diese Teufelsmaske da und so. Also irgendwie gar nicht mein Fall. Es ist so schade, weil der ja offenbar Songs schreiben kann. Und dann hat er sich ja noch mit Immortal, also praktisch mit seiner eigenen Band überworfen und so, dass er praktisch die Namensrechte an Immortal auch verloren hat. Und Demonas, der jetzt auch irgendwie wieder Gitarre spielen kann, warum auch immer, hat ja dann praktisch das letzte Immortal-Album mit Hawk zusammen eingespielt. Northern Chaos Gods, was richtig gut ist, wo es auch nochmal so eine Blasjörk-Fortsetzung gibt auf dem Album und auch wieder bei Peter Tech drin aufgenommen und der hat dann auch den Bass eingespielt. War sehr viel los, ein bewegter Werdegang dieser Band, so viel Wahnsinn, nochmal dazu, ja, genau. Ein Musiker, der auch ein bewegtes Leben geführt hat oder sagen wir mal so in der Öffentlichkeit der Welt stand und viel Kritik geerntet hat. Und in nächster Zeit in Las Vegas auftritt.
spielte einst, und zwar 1984 in einer Band, die den Namen trägt, The Smiths. Und The Smiths sind ja sowieso eine kontroverse Band, glaube ich. Ne? Also das Debüt auch mit einem Wahnsinnstitel, The Queen is Dead. Ja. Sauhart, ja. Und dazu auch noch das Cover. Hatte ich übrigens auch in der Vorauswahl tatsächlich. Ich musste aber, viel, viel interessanter fand ich eigentlich Meet is Murder. Ja. Auch ein sehr krasser Titel. Ne? Und auch wenn man an den Song, also meine erste Assoziation dazu sind die Schlachtgeräusche bei dem Song selber. Das ist direkt meine erste Assoziation. Ich finde, der Titel gibt genau das Preis, was eigentlich auf dem Album passiert. Es ist kontrovers, es ist irgendwie fies, es ist spitz und sarkastisch und dazu halt diese wunderbar harmonische Musik mit einem Rockabilly-Titel dazwischen, ja, der so gar nicht reinpasst und dann dieses super langsame, melancholische und vollkommen durchgedrehte Meet is Murder mit dem abgefahrenen Intro und Outro. Auch wie der Titel auf dem Album dargestellt wird. Das ist ja, wenn man sich das Cover anguckt, da ist ein Soldat drauf, der einen Helm trägt und auf dem Helm ist ein Zettel, auf dem steht Meet is Murder. Ne? Und diese Illustration, die kommt aus dem Film In the Year of the Pigs oder In the Year of the Pig, so heißt er. Ist ein Doku-Film, der so ein bisschen die Spannung zwischen der vietnamesischen und der amerikanischen Kultur zur Hochzeit des Vietnamkriegs zeigt. Und der stammt dieses Bild, das ist eine schwarz-weiße Dokumentation gewesen. Mhm. Und der Soldat hat aber nicht Meet is Murder draufstehen, sondern Make War, not Love. Und wie kamen sie auf Meet is Murder? Also ich glaube, die Geschichte hinter Meet is Murder ist einfach, ne, also es gab ja so mehrere Geschichten, dass Morrissey ja immer ja bekennender oder ab dem Punkt bekennender Vegetarier war. Da müsste ich mich nochmal richtig informieren, da bin ich einfach zu schlecht jetzt gerade in der Smith-Biografie. Aber was auf jeden Fall da auch passiert ist im Zuge von Meet and Murder, Meet is Murder, meine Fresse, ist, dass ja so ein paar Regeln in der Band aufgestellt wurden. Zum Beispiel hat Morrissey den Rest der Band verboten, beim Essen von Fleisch fotografiert zu werden. Ja, konsequent, ne? Konsequent. Ne? Kannst du einen Burger nur in einem stillen Kämmerlein essen, ne? Ja. Und es gibt halt, ne, also die Themen auf dem Album sind sehr politisch und also es geht zum Beispiel gegen irgendwelche Körperstrafen bei Songs wie beispielsweise Barbarism Begins, At Home, The Headmaster Ritual, Nowhere Fast. Das sind alles auch so coole Titel, die ja immer auch so ein bisschen überspitzt sind, so ein bisschen tongue-in-cheek. Und ich finde das einfach sehr clever, was die damit gemacht haben. Ja, auch so Wortspitzel wie beispielsweise How soon is now, also wie lange dauert es noch bis jetzt? Über den Song haben wir ja vorletztes Mal genau, gesprochen. Genau. I want the one I can't have, ne, what she said, bla bla bla. The joke isn't funny anymore. Ja, das sind ja alles so, also sind ja auch alles irgendwie coole Songtitel, ne? Und das Album, und ich finde, Meet is Murder beschreibt das Album eigentlich sehr, sehr gut. Es ist ein politisches Album, vor allem in Konzeption mit diesem Soldaten drauf, ja, der mordet, ja, ein Soldat mordet, ne, oder verteidigt sein Land, sagen wir es mal so, aber er mordet ja im wahrsten Sinne des Wortes und diesen Soldaten zu sehen, der also einen vegetarischen Spruch auf seinem Helm trägt, ja, das ist so kontrovers und eigentlich so abgefahren, ja. Das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll. Und dazu halt noch dieser Track, der sich gegen den Konsum oder das Benutzen oder das Konsumieren von Fleisch der das Konsumieren von Fleisch kritisch beäugt. Ne? Das war ja zu der Zeit wahrscheinlich auch was nicht so Geläufiges. Ne? Kannst du bitte in das Mikrofon sprechen? Ja, aber ihr habt mich doch gehört, oder? Ja, aber die Hörer doch nicht. Ja, aber in den 80ern war jetzt, glaube ich, das geläufiger als in den 70ern. Ja, doch. Ja, stimmt. Also vor allem, weil, ne, wenn man, wenn man auf den Film guckt, wenn dieser Film rauskam mit diesem Filmausschnitt von dem Soldaten, das kam ja 1968 raus oder sowas,
Ich glaube schon, dass es trotzdem irgendwie kontrovers war, ja. Vor allem das halt so auf die Fresse zu machen, ja, und nicht zu sagen, irgendwie wir sind Vegetarier, weil die Tiere tun es halt, sondern ganz offensiv zu sagen, Fleisch ist Mord, ja, das ist ja nochmal was sehr Offensives, ne? Also wenn ich zum Beispiel, ne, wenn du dir heute mit Vegetariern sprichst, ist es ja häufig, ja, ich esse Fleisch, weil ich mir Gedanken um unsere Umwelt mache, weil ich finde, dass... Ich esse kein Fleisch. Ich esse kein Fleisch, weil ich mir Gedanken um meine Umwelt mache oder weil, was weiß ich, die Tiere tun mir leid oder sowas. Und offensiv und aggressiv nach vorne zu treten und zu sagen, Fleisch ist Mord, ja, ist nochmal eine ganz andere Sparte. Und das beschreibt das Album auch so gut, ne, weil in keiner einzigen Note ist das Album aggressiv, aber die Texte sind eigentlich aggressiv und böse, ja. Und die sind politisch und die sind schrill und die sind zynisch. Und dann steht der Morrissey, der mit Blumen auf der Bühne um sich schmeißt, ja. Das ist diese Kontroverse zwischen dem, was man eigentlich sieht und was man hört, ja, und dann diesen Texten. Das ist eigentlich abgefahren, ja. Und das schaffen wenige Bands, finde ich, da diese Distanz zwischen diesen beiden Welten irgendwie zu vereinen. Und ich finde, das machen das Smiths fantastisch, ja. Und deswegen finde ich, ne, bei der ganzen Kontroverse um Morrissey und sein Arschlochverhalten oder sowas, ich schätze ihn als Musiker sehr und ich finde die Texte fantastisch und bin da einfach sehr überzeugt von und finde das Album Meat is Murder von 1984 ist ein fantastisches Album. 85, glaube ich, kommt es raus, ist egal. Von The Smiths und auf die Playlist würde ich auch den Song Meat is Murder packen. Okay. Ich habe es mir jetzt wieder ein bisschen einfach gemacht. Ich habe eins dieser Alben gewählt, die ich 2 Jahre zu spät mitbekommen habe. Und das habe ich auch schon eingangs erwähnt. Der Titel ist meistens ja nicht so großartig, weil der Titel an sich großartig ist. Also es kommt manchmal vor. Aber das Album an sich hat den Titel für mich großartig gemacht. Und ich rede von Nightmare Logic von Powertrip. Powertrip ist eine, ja, was kann eigentlich, ich hätte eigentlich gesagt, eine Hardcore-Band aus Dallas. Klingt aber eigentlich total nach Thrash-Metal. Also ist eigentlich Crossover-Thrash. Und ist eine dieser Bands, die ich wieder viel zu spät entdeckt habe. Mein eigener Bruder hat schon irgendwie vor, keine Ahnung, vor 5, 6 Jahren T-Shirts von Powertrip getragen und die auch schon ein paar Mal live gesehen in mega kleinen Clubs und jetzt touren die dieses Jahr mit Creator und ich habe die auch irgendwie lange ignoriert, weil ich dachte einfach so, ja, irgendeine Hardcore-Band, ne? Oder zumindest sind die in der Hardcore-Szene sehr groß und Powertrip ist wirklich in den letzten Monaten so einer zu meinen Lieblingen avanciert, weil einfach das ist richtig roher, sehr brutal gespielter Thrash und irgendwie kompromisslos. Die Drums erinnern mich total an Ministry, also sind sehr stumpf, eingängig, teilweise fast immer dieselben 4, 5 Beats, aber immer mega gut eingesetzt und Nightmare Logic finde ich ist ein passender Titel, weil das Album generell so ein eigentlich schon so eine Art brutales Machwerk ist und das Artwork von Paolo Giardi, den habe ich auch schon mal erwähnt im Podcast, der fällt auf durch seine Instagram Essence Post, aber auch durch seine sehr abgefahrenen Artworks, die er für Bands produziert, also vor allem auch für Black Metal Bands. Das ergibt ein total stimmiges Gesamtbild. Also und deswegen auch der Albumtitel. Und ich wollte es auch mal erwähnt haben, ich wollte irgendwie schon vor 2 Folgen mal das aber erwähnt haben, weil es mich so sehr bewegt, dass ich 2 Jahre lang sowas voll ignorieren kann und dann haut es auf einmal voll rein, gerade wo sie auf ihren Peak der Bekanntheit sind. Nee, es ist wirklich Hammer. Und was kann man noch erwähnen? Joel Grind hat das Album gemastert. Das ist auch schon mal von Toxic Holocaust. Genau, ist auch eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Mastert mittlerweile sehr viele Sachen und die Sachen sind alle meistens sehr gut, die er macht. Ich nehme mir einen Song raus. Executioner's Tax in Klammern Swing of the Axe
klingt für mich absolut nach alten Exodus. Ela, hast du mitbekommen, welche Band ich gewählt habe? Natürlich, das hast du die ganze Zeit hier geklingelt. Nee, was für eine dumme Frage, ey. Nee, du warst gerade auf Klöchchen. Nee, ich war. Achso, du warst die ganze Zeit. Ich hab vom Powertrip gesprochen. Ah ja. Gut. Hast du die in den letzten Jahren so irgendwie verfolgt oder mitbekommen? Du bist ja mehr so im American Hardcore drin. Witzigerweise habe ich die Band nicht gesehen. Ich habe aber deren Roadie gesehen. Auf einem Rastplatz. Und der saß in einem Bus, in einem Transporter, hatte einen Powertrip-Pulli an. Und saß in einem Laster mit Equipment. Das ist das Einzige, was ich jemals von der Band. Nee, kann ich nicht so sagen. Wirklich. Auch eine schöne Anekdote. Aber. Ja. 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 Dann waren sie es. Die Top 3. Boah, es gibt aber so ein paar Honorable Mentions, ne? Also so ein paar Sachen, wo ich vorher drüber nachgedacht habe. Ich habe ja eingangs, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, habe ich ja gesagt, ich habe ein bisschen gecheatet oder ich wollte cheaten. Und ein Album, ein Titel von was, da haben wir uns gerade auch schon im Auto drüber unterhalten, Freddy, wenn du dich erinnerst, war von Type O Negative, von der EP, in Anführungsstrichen, The Origin of Feces. Das ist auch der Ursprung von Scheiße, von Fäkalien. Das ist auch cool. Und das Geile ist, das ist auch so ein geiles Konzeptalbum, ja. Das ist ja ein Fake-Life-Album, ja. Das ist so Hammer eigentlich. Das muss man sich mal wirklich mal in so einer ruhigen Minute muss man sich mal hinsetzen und das so richtig intensiv hören. Das ist so geil eigentlich. Ist das Live-Album eingespielt mit Overdubs? Nein, oder? Viel geiler. Das ist ein richtiges Konzeptalbum. Also die haben das im Studio eingespielt und da ist ein Fake-Publikum, ja, und das brüllt You Suck die ganze Zeit und dann reagiert da Pete Steele auf der Bühne in Anführungsstrichen. Darauf und sagt, ja, ihr seid scheiße. Das Geilste ist, am Anfang sagt er, you spent 15 American Dollars. Das ist so geil. Und dann verspielen sie sich und dann kommt die Polizei zu dem Konzert und sowas. Das ist schon echt cool gemacht. Also, haben eigentlich ein Hörspiel gemacht, oder? Ja, also schon. Also schon mit Musik halt, ne? Ja, aber auch irgendwie geil, dass. Das war so eine Live-Situation. Also habe ich schon ein paar Mal gehört, dass eine Band im Studio eine Live-Situation irgendwie so mit billigem Publikum, dann hast du irgendwie so Publikumstimmen und es sind fünfmal dieselben Stimmen irgendwie gedoppelt. Ist auch irgendwie mega lame, ne? Ja, ja. Aber das ist halt echt cool konzeptionell aufgemacht. Du wolltest was sagen, Max? Ja, ich hätte da ich mit Freddy auch letztens gesprochen, als wir uns gesehen haben, von Maiden, aber von einem Maiden, Seven Son of Seven Son genannt, aber das hatte ich halt schon mal in einer anderen Top 3 und es wäre auch ein bisschen zu geiler Albumtitel. Mayhem, The Mysterious Dom Satanas. Ey, da habe ich gerade noch dran gedacht. Auch ein richtig guter Albumtitel. Da bin ich auch drüber gestolpert. Oder auch Supertramp mit Breakfast in America. Auch ein cooler Titel, in Verbindung mit einem guten Artwork. Ich glaube, das haben wir so ein bisschen heute auch ein bisschen herausstellen können, dass es häufig ein guter Titel mit einem geilen Artwork irgendwie. Oder mit einem simplen Artwork. Oder ne? Mit einem simplen, aber das ist schon irgendwie passt, finde ich. Ne? Ja, ja. Das ist so, ne? Ich habe zum Beispiel auch noch, ich dachte so, wie geil cheeky oder wie clever ist eigentlich der Titel Battle Hymns für das erste Metal-Album, Manowar-Album. Ja. Da ist ein Song drauf, der heißt Battle Hymn. Ja. Ja, und das Album ist voll mit Battle Hymns. Ja. Mega gut. Mega guter so cool. Titel. Ich wollte auch, ich hätte halt auch wirklich alle Tonsteine Scherben-Albennamen halt, also vor allem die zwei ikonischen, ne? Mit Keine Macht für Niemand und Macht kaputt, was euch kaputt macht. Das ist natürlich auch super geil. Ne? Eigentlich ist ja auch Rain in Blood mit Raining Blood auch total smart. Ne? Absolut. Also, definitiv. Absolut. Und auch Pleasure to Kill, wie du gesagt hast. Ja, da habe ich die ganze Zeit dran gedacht, hab ich mir gedacht, oh, kannst nicht bringen, du musst mal was Neues erzählen. Wir haben ja jetzt 9 Titel rausgestellt. Wo findet man die mal genau, Freddy? Auf der Tod gehört Playlist auf Spotify. Also ihr braucht einen Spotify-Account. Kostet das was? Ja, weiß nicht, keine Ahnung. Holt euch bei. Nein, das kostet nichts. Es gibt nämlich auch Free-Accounts. Danke für die Antwort. So wusste ich nicht. Ja. Ich zahle schon seit 2000. Weiß nicht, 11. Chocolate Starfish in der Hot Dog Flavor Draft. Ja, da habe ich auch dran gedacht. Hatte ich auch dran gedacht. Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer. Von? Von den Ärzten. Von den Ärzten, ah, okay. Und ich hatte Welcome to Sky Valley. Von Kaius. Ja.
und Steal This Album von System of a Down. Ja, ja. Und so weiter und so fort. Ich hatte auch noch an Dummy gedacht von Pottishead. Kam mir auch irgendwie in den Sinn. Naja. Pottishead ist auch so eine Band, die habe ich nie kapiert. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Ausführlich. Wenn unser nächster Gast der Pottishead ist. Der Pottishead ist. Der Pottishead. Darf ich mal kurz eine Info raushauen? Oder was ist eine Info? Einen Gedanken raushauen? Bevor ich es nämlich vergesse, und weil in der nächsten Folge ist es einfach schon zu lange her. Auf Netflix gibt es einen tollen Netflix-Produktionsfilm, und zwar heißt er Der schwarze Diamant mit Adam Sandler. Adam Sandler in einer Nicht-Comedy-Rolle, in einer Nicht-Komödie, sondern in einem Thriller. Ein Film, der 2 Stunden geht, und ich muss euch vorwarnen, er strapaziert eure Nerven ein wenig, dieser Film. Ein krasses Zusammenspiel aus wilden Kamerafahrten, teilweise willkürlich wirkenden Soundtracks, die dann einfach so eingespielt werden. Adam Sandler spielt einen Schmuckhändler in der Schmuckhändler-Szene. Und seine Frau. Und L.A. Und er spielt noch seine Frau und auch noch Norbit. Nee, aber es ist wirklich ein krasser Film. Also guckt euch die IMDb-Bewertung an, die spricht dann auch in dem Fall für sich. Aber Der schwarze Diamant. Ja, man sagt so, der Film hat ihn wieder so ein bisschen rehabilitiert, weil man nimmt ja Adam Sandler als echt schlechten Schauspieler wahr. Ja, wobei ich auch super viele Komödien mit Adam Sandler einfach liebe, ne? Also ja, ich glaube in der deutschen Synchronfassung geht das auch. Ich glaube, es ist ein bisschen nerviger, wenn du die auf Englisch schaust. Ja, das kann sein. Aber ja, wie gesagt, Der schwarze Diamant, schaut euch den mal an, wenn ihr Bock habt. Das ist kein Feel-Good-Film und kein entspannter Relax-Film, sondern der ist ein bisschen stressig, aber meiner Meinung nach sehr gut. Und wenn ihr vielleicht euch sogar noch für ein paar Prozent für Basketball interessiert, dann ist es erst recht euer Film. Aber wenn ihr für okay. Basketball nichts übrig habt, könnt ihr euch den trotzdem angucken. Das funktioniert beides. Cool. Kann ich nur empfehlen. Das war's von mir. Eine kurze Anmerkung, ein kurzer Gedanke, der mir noch dazu kommt, ist, das ist so ein bisschen, sind jetzt ganz viele schlechte, in Anführungsstrichen, Schauspieler rehabilitiert in letzter Zeit, oder? Mit Nicolas Cage durch Mandy, jetzt wenn du sagst Adam Sandler durch Der schwarze Diamant. Ich bin jetzt gespannt auf den nächsten mit Nicolas Cage Film, wo er mitspielt, sagen wir es mal so, ist ja nicht von ihm der Film. Der kommt nächsten Monat raus, im März, und da freue ich mich sehr drauf. Das ist eine Verfilmung einer H.P. Lovecraft-Geschichte, einen berühmten Horrorautor aus den USA, der den ganzen Cthulhu-Mythos aufgebaut hat. Und ich finde, eine Geschichte war lange Zeit meine Lieblingsgeschichte von H.P. Lovecraft. Das sind meistens so kurze Geschichten, die er geschrieben hat, und längere Bücher wie Berge des Wahnsinns war ein längerer Titel von ihm. Und eine Geschichte, die ich unglaublich beängstigend und unglaublich gruselig fand, war Farben aus dem All, der jetzt zufälligerweise auch verfilmt wird. Und das ist so ein Ding, ne, wenn du, da ist so Erwartungshaltung echt ein schwieriges Thema, ne? Also, weil Farben aus dem All spielt halt in der Vergangenheit, also, ne, in der Zeit von H.P. Lovecraft, also so 19 irgendwas rum. Und dann guckst du dir halt diesen Nicolas Cage-Film, also den Trailer an, und ich dachte so, das könnte noch so gerade so passen, so vom Style passen die Leute nicht so ganz. Und dann sitzt da irgendwann in diesem Trailer ein Junge vom Laptop, und ich dachte, okay, jetzt haben sie mich verloren, das war's so, ne? Ich versuche mir den Film immer zu geben, und ich finde, was ich so geil finde, ja, was ich so unglaublich geil finde, für die Leute, die die Geschichte kennen. Ich hatte im Kopf, als ich Farben aus dem All gelesen hatte, ich hatte so eine billige Bastei-Version irgendwie so von dieser Geschichte. Auf Lübbe oder so, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so eine Billo-Variante, Paperback von dieser Geschichte. Und die H.P. Lovecraft-Geschichten, das war so eine ganze Reihe. Kannst du ja auch mittlerweile alles gemeinfrei lesen, ne? Also, ja, genau. Ja. Die waren alle, die Cover waren alle schwarz, und da war pinker Druck drauf, ja. Und dadurch war meine Assoziation bei Farben aus den All, weil es geht um eine Farbe, ja. Und die wird nicht so richtig beschrieben, was das überhaupt für eine Farbe ist. Man kann die nicht beschreiben, die ist unbeschreiblich. Was ich ja sowieso als Idee schon irre finde, ja. Eine Farbe, die man nicht beschreiben kann, ja. Und meine Assoziation war immer so lila-pink durch dieses Cover. Ja, so ultraviolett stellt man sich vor, weil man kann ultraviolett auch gar nicht beschreiben, wenn du mal drüber nachdenkst, oder? Ja. Könntest du ultraviolett beschreiben? Nö, könnte ich nicht. Aber ich hatte trotzdem immer dieses Pink-Lila irgendwie im Kopf, und ich finde das so geil, dass diese Assoziation, ich weiß nicht, ob das durch dieses Buchcover kam, das wird ja nicht ewig so vertrieben worden sein, vielleicht weiß das einer von den Hörern, ja.
die ist in dem Film halt auch lila-pink. So, das finde ich total witzig halt irgendwie. Ich frage mich dann halt, ob das so eine Assoziation ist, die alle damit haben oder ob das so, woher das so kommt. Vielleicht, Ja, vielleicht ist das wirklich so ein Kulturkreisding, vielleicht auch, weil Astronomiefotos immer so eingefärbt sind. Kann sein. Es kann auch sein, einfach dadurch, dass so eine in der Natur unnatürlich wirkende Farbe ist. Stimmt. Man kann ja sehr viele Grüntöne sehen, einfach weil man auch aus evolutionären Gründen sehr viel irgendwie Raubtiere im grünen Büschen unterscheiden musste, ne? Oder irgendwie verschiedene Pflanzen. Und ja, klar, alles, was nicht irgendwie braun, grün, grau, irgendwas steinig blau ist, ist ja irgendwie eine unnatürliche Farbe. Ja, naja, gut, Blumen, ne? Blumen sind ja auch so als der auch Pink ist auch dabei, aber ne? Ja, aber viele Blumen sind ja wahrscheinlich auch nicht irgendwo, also die meisten Blumen sind dann damals hier wahrscheinlich nicht gewachsen oder hast du dann selten gesehen oder seltenst. Ja. Ne? Es gibt ja auch wirklich sehr, sehr, sehr krasse Farben in der Blumenwelt. Naja, das war jetzt nochmal ein kurzer Ausblick, wo du von Adam Sandler gesprochen hast. Fiel mir nochmal Nicolas Cage ein. Da kommt man auf H.P. Lovecraft, ganz klar. Was? Wie hast du gerade gesagt? H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft gehört. Patrick Lovearsch. Ich kann diese Faszination, sag ich mal, auch so in der Metal-Szene nicht ganz so nachvollziehen tatsächlich oder generell sich an ihm so irgendwie abzuarbeiten. So als wäre es der einzige Autor, der jemals ein Buch verfasst hat. Oder halt Geschichten. Oh, jetzt wird ein Fass aufgemacht. Ja, ich mache das jetzt extra auf. Ich habe nämlich, weil ich großer Fan der Alien-Reihe bin, habe ich Berge des Wahnsinns gelesen danach, weil ich einfach wissen wollte, worauf basiert der erste Film. Und es ist so Stimmung schon auf jeden Fall eine ähnliche, könnte aber nicht sagen, dass es mir so krass gefallen. Es ist ja eigentlich auch scheiße geschrieben. Also das ist ja, wenn man so ganz ehrlich ist, es ist halt immer, er benutzt halt die gleichen drei Worte immer wieder. Unbeschreiblich, wölbenhaft irgendwie. Ja, ne? Das wollte ich gerade sagen. Es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Und ich fand es auch anstrengend zu lesen. Es ist auch anstrengend zu lesen, ne? Weil die Sätze ja auch ziemlich lang sind immer, die er schreibt und sowas. Und die sind halt auch, er benutzt immer wieder das gleiche Vokabular. Was ich aber gut finde, ist, dass er seine Sachen so kryptisch beschreibt, ne? Also, dass du hast nie ein richtig ausdefiniertes Bild vom Kopf, ne? Also, wenn er schreibt, fischähnlich, was bedeutet das, ja? Also, wenn er schreibt irgendwie, ne, er beschreibt Dinge ja auf eine Art, ohne dass du ein konkretes Bild hast. Und wie kommen dann alle auf dieses Cthulhu-Ding? Also, da hat man ja sehr, sehr, sehr konkrete Bilder von. Ja, wahrscheinlich wird das irgendwo einfach, ne? Also irgendwo, ne? Also zum Beispiel Dagon, ja, ist auch so eine Figur aus dem H.P. Lovecraft-Universum. So, da haben auch so viele, haben nicht so richtig ein Bild davon, so, ne? Also, es wird jetzt irgendwie so ein Cthulhu-Abklatsch gemacht und den setzen wir da hin und der ist nur ein bisschen breiter als Cthulhu mit weniger Tentakeln, so nach dem Motto. Aber, das ist eigentlich, und das ist, da habe ich ja schon oft hier in dem Podcast auch drüber gesprochen, möchte ich nie weiter ausführen, aber dieses Unbeschreibliche ist ja das, was den Menschen am meisten Angst macht. Amen. Und was gibt es Unbeschreiblicheres als eine Farbe, die man sich nicht vorstellen kann? Also es ist so, als ob du sagst, du riechst etwas, was du nicht riechen kannst, ja? Und ich finde, das ist so unglaublich beunruhigend, ja, dass etwas aus einer anderen Welt kommt und du kannst es nicht beschreiben, können, ne? was du nicht fassen kannst. Und das ist ja das, darum geht es ja in den H.P. Lovecraft-Geschichten. Es geht um etwas, was man nicht fassen kann, was man nicht anfassen kann, was man nicht beschreiben kann, wo es keine Worte für gibt, weil es einfach außerhalb von unserer Welt ist. Und das ist auch das, wo ich halt denke, wir sind eigentlich als Menschen gegenüber dem Universum nicht offen genug, denn vielleicht gibt es Lebewesen, die wir aber nicht fassen können. Also, ne, das sind ja so, ne, das sind so vielleicht nicht sehen können, tatsächlich. Die wir nicht sehen können, die wir nicht mit unserem Sinn erfassen können. So doof das auch klingt jetzt. Das ist jetzt doofes Gespinne, ne? Aber im Prinzip ist es das, ne? Und das macht ja den Menschen ja auch Angst.
Ja, ja, man, es gibt ja sehr viele Varianten, wie man sich Außerirdische vorstellen könnte. Es, genau, könnten ja, es können auch Wesen aus Gasen sein. Zum Beispiel. Ja. Also sowas, ne? Das ist ja auch, das ist eine Urangst des Menschen, das Unbekannte. Deswegen gruseln wir uns heutzutage, obwohl wir es genau wissen, dass uns nichts passieren kann, wenn wir in dunklen Wäldern unterwegs sind, sage ich jetzt einfach mal, ja. Jeder kennt es, besoffen von einer Party und du musst halt durch den scheiß Park gehen, ja. Und da ist nichts, du weißt es halt hundertprozentig, da kann nichts sein, was soll denn da sein, ja, irgendwie wird es sich zwei Stadtratten, die sich da drum verlaufen haben. Ja, oder vergewaltigt, aber sonst nichts. Ne? Ja, echt mal, ja. Und dann machst du einmal, gibst dir eine Kombo und dann sind die weg, Mann. Aber, ne, das ist die Urangst des Menschen, das Unbekannte. Boah, ich weiß noch damals, als ich zu dir durch die Twilight Zone fahren musste, Max. Zwischen Dienstlaken und Oberhausen. Zwischen Dienstlaken und Oberhausen, wo halt nichts war. Außer so zwei Schlackehalden, ja, und dazwischen eine Straße. Und keine Laterne. Keine einzige Laterne, man hat sich über jedes Auto gefreut. Ja. Oder auch nicht, wenn es langsam gefahren ist. Auf jeden Fall ziehe ich meinen Aluhut vor euch beiden. ich würde mich einfach mal ganz weltmännisch bei euch beiden bedanken. Danke, Bruder. Für dieses tolle Gespräch, für diesen tollen Abend. Es hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Auch ohne Gast. Wir kommen voll gut ohne Gast aus, oder? Fuck off, Gäste. Ja, echt. Götz, wir sagen dir ab, das ist ja, genau. Bam, die Bombe ist geplatzt. Ist eine Absage. Ja, aber ich habe schon irgendwie so einen Plan, wie man alles einladen könnte. Ich glaube, ich will ja nicht vorweggreifen, aber ich glaube, vielleicht ist da ein oder andere von dieser Liste, die da gepostet wurde, dabei. Ja, das könnte sein. Oder auch Axel Rudi Pell. Ja, das hat Freddy übrigens tatsächlich vorgeschlagen bei Instagram. Ja, warum nicht? Er könnte ja eine politisch interessante Person werden. Ja, und außerdem hätte er was zu erzählen. Ja, er hätte was zu erzählen. Er hätte was zu erzählen, im Gegensatz zu uns. Ja, und er wohnt ja bald in meiner Nachbarschaft. Ja. Ja. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich bei allen, die mal wieder zugehört haben. Und sage bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Tod. Steine. Scherben. Tschüss.